da auch immer aufgepasst, dass man hier ein Stück weit sich in Zurückhaltung übt. Und gerade in Zurückhaltung habe ich vorhin in meinem Stream, den ich euch mal hier ganz kurz zeige, liebe Leute, festgestellt, dass da auch ein Teilnehmer leider Gottes mit der Message hier über den Ether ging, dass er praktisch als Einsteiger sein Konto platt gemacht hat. Da ist natürlich die Frage, wie groß ist das Konto, was steht dahinter, warum ist es passiert? Da muss man natürlich sich immer die Fragen stellen, aber es ist natürlich hier das A und O, was darauf hinausläuft, dass wahrscheinlich kein Stopp gesetzt wurde. Also die Risikooptimierung in Sachen Trades ist natürlich immer das A und O. Und da muss man natürlich auch wissen, wann man aussteigt, wann man einsteigt in den Trade. Und ich weiß, dass die Jungs von ATT heute Morgen eben den kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen getradet hatten. Ich hatte vorhin auch gesagt, dass ich den Euro gegenüber dem japanischen Yen getradet habe. Da bin ich allerdings auch schon mit einem Exit wieder draußen. Den Trade können wir, wie gesagt, im Nachgang besprechen, beziehungsweise ohnehin den einen oder anderen Trade. Vielleicht haben ja auch die Jungs von ATT hier für den Nachmittag was Interessantes im Intraday-Bereich oder auch die ein oder andere Aktie aus dem Universum, die sie denn da immer scannen. Ich würde dann, wie gesagt, gleich mal abwarten, was hier in Sachen News noch geht. Wir haben ja, das wisst ihr ja, hier am Donnerstag immer die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Ja, die Zahlen waren früher auch durchaus mal mehr im Fokus, als sie es heute sind. Letztlich richtig starke Ausschläge erwarte ich jetzt hier nicht, aber wir haben, wie gesagt, hier reihum ein ganzes Konsortium an verschiedenen Inflationskonjunkturdaten und eben auch hier den Arbeitslosendaten, und das wird sicherlich interessant sein, wie der Markt reagiert und ob wir da eine Chance und Möglichkeit finden. Ansonsten jetzt die nächsten 2 Stunden haben Sie uns wieder an Ihrer Seite. Sie können uns auf jeden Fall Fragen stellen über die Chatfunktion. Ansonsten das Webinar wird auch aufgezeichnet, genau wie das heute Morgen geschehen ist. Die Aufzeichnung als solche werden Sie finden auf unserem YouTube-Channel. Ich zeige es mal kurz. Ansonsten auch hier auf unserem JFD-Desktop. Hier sind auch sämtliche YouTube-Videos von uns hochgeladen. Auch, wie gesagt, der ein oder andere Livestream, das ein oder andere Webinar. Und da wird auch das heutige Webinar, unser Live-Trading, zu finden sein, über dies wir dann auch hier in der Playlist praktisch auch eine Übersicht über diverse Aufzeichnungen haben. Also da, wie gesagt, keine Scheu, einfach angreifen und dann entsprechend hier sozusagen YouTube, das immer, genau, keine Scheu und hier dann sozusagen auf unseren YouTube-Channel zugreifen. Den Link, wie gesagt, stelle ich gleich rein in den Chat und dann geht es auch schon los. Gut, Stefan, hast du was Feines? Ja, also da gab es ja auch schon die Frage von Günther, beziehungsweise die Anmerkung von Günther bezüglich des Cardian-Trades. Das können wir vielleicht nochmal zeigen. Soll ich den, genau, Günther hat jetzt gerade auch nochmal geschrieben, soll ich den Bildschirm dir da mal rüberhauen? Ja, gerne. Dann machen wir das direkt mal. Dazu wirst du Moderator, schwupp. So. Also ganz kurz zur Herangehensweise. Man sieht ja, der Cartien ist abwärts gerichtet, hatte hier korrigiert und hat dann immer wieder versucht, nach oben irgendwo auszubrechen. Dann hat das hier oben, ist immer wieder über die Hochpunkte drüber gegangen, wurde dann relativ stark wieder abverkauft. Die Idee war dann heute hier morgens in dem Bereich einzusteigen, den Stop hier oben drüber zu legen. Ich habe es privat gemacht, wir haben es auch im Copy Trading gemacht. Ich hatte meinen privaten Stop minimal zu eng, also wirklich minimal, weiß nicht wie viele Pips. Deshalb bin ich rausgeflogen und bin aber dann, als ich gesehen habe, okay, das dreht wieder und macht genau das, was ich gesagt habe, geht an die Hochs und dreht dann wieder, bin ich eigentlich sofort wieder eingestiegen. Deswegen hier von meiner Seite der Wiedereinstieg. Im Copy Trading sind wir noch drin, also die alte Position, die sollte jetzt ungefähr Break-Even sein. Und das war eigentlich die Herangehensweise. Und was Günther geschrieben hatte, von wegen Retracement, ja, dadurch, dass die, also wie ich schon gesagt hatte, Retracement ist ein, also Fibonacci ist ein Instrument aus der technischen Analyse, wird bei Trends angewendet, dadurch, dass man hier sieht, dass man die Trendgrößen nicht hundertprozentig hier sauber auseinanderhalten kann, ist jetzt erstmal die Frage, wo setze ich das Retracement an und wer macht es genauso wie ich? Und das wäre jetzt die erste Frage an Günther von meiner Seite. Und zweitens, was Günther ja auch dazu noch gesagt hätte, er braucht ja auch noch wieder ein Signal. Nach seiner Herangehensweise sieht es jetzt hier im Moment mau aus mit Short-Signal. Deswegen machen wir das genauso, wie ich das jetzt auch hier gemacht habe. Was man sehr häufig sieht, wenn man einen übergeordneten Trend hat und die Korrektur in den Währungen dann so verläuft, dass halt immer wieder die Hochs dann genommen werden und dann das Ganze wieder dreht.
Und das wird dann eigentlich relativ einfach so gehandelt. Hin und wieder fliegt man raus, ist klar, ja, weil es auch ein relativ gefährliches Setup ist. Aber wie man hier schon in dem Bereich sieht, das ist eine Seitwärtskorrektur. Man weiß halt nie, wann die zu Ende ist. Und da bilden sich halt auch nicht so schöne Signale untergeordnet. Das ist relativ unsauber. Deswegen immer wieder dieses Antesten, dann diese starken Abwärtsbewegungen und irgendwann, also man nimmt dann halt erstmal die nächste Bewegung mit und wenn man Glück hat, geht es dann darüber hinaus wieder in die Haupttrendrichtung. Darum geht's. Aber, Stefan, also auch Respekt, dass du den Trade direkt nochmal gewagt hast in der Beziehung. Also gesagt hast, dein Setup ist zwar mit Sachen des engen Stops ausgelöst worden, was tatsächlich im Trading manchmal bedauerlich sein kann, gerade wenn der Trade dann aufgeht, aber dann in Anführungszeichen noch, ich sage es mal vorsichtig, den Mumm zu haben, direkt einen Re-Entry zu machen, das zeugt eben von dem von den klaren Skills, die du da hier, sage ich mal, lebst und auch arbeitest, weil das machen dann die wenigsten. Und dann schauen sie im Gros der Fälle dann dem Trade hinterher, den sie buchstäblich verpasst haben. Also so ein Ausstopper lässt dich im Prinzip recht kalt. Das ist auch sehr vernünftig. Und der Kollege, von dem ich gerade aus meinem Stream zeigte, der hat eben keinen Stop gehabt. Und das ist genau das, wo man sagt, wenn man mit Risk- und Money-Management gut arbeitet, dann stört einem auch ein Ausstopper mal überhaupt nicht. Ja, das gehört, wie gesagt, zum Geschäft dazu. Und in dem Fall, wie gesagt, dass du den Re-Entry gewagt hast, perfekt. Und natürlich auch mies, so einen kleinen Stop-Fishing in Anführungszeichen vom Markt zu kriegen. Aber du hast ja dann, wie gesagt, auf anderen Konten den Trade auch noch laufen mit einem weiteren Stopp und siehe da, da läuft er noch. Also insofern alles gut und dass du den Re-Entry gewagt hast, auch nicht schlecht an dieser Stelle. Ja, also gerade bei solchen Setups, was wir häufig im Währungsbereich machen und auch häufig im Indexbereich, wo das ja genauso aussieht, dass man teilweise untergeordnet diese Seitwärtskorrekturen hat, wo das dann kurz drüber geht, Stops werden gefischt und dann geht es wieder in die Haupttrendrichtung. Da wird eigentlich von vornherein ein Wiedereinstieg mit eingeplant. Deswegen brauche ich mich da gar nicht nervös machen. Also entweder es geht deutlich drüber oder es geht kurz drüber und dreht dann wieder. Und da wird dann von vornherein Wiedereinstieg mit eingeplant. Und dadurch, dass das mit eingeplant ist, mache ich mir dann natürlich auch dann keine großen Gedanken. Ist natürlich jetzt schade um den Verlust, den man erstmal hat, ist klar. Ja. Klar, klar. Aber den hole ich ja dann jetzt im Idealfall wieder rein. Es kann auch sein, dass es jetzt natürlich wieder nach oben dreht. Wir sind ja hier umgeben von Nachrichten im Moment, auch wenn das jetzt den Cartier nicht unbedingt sehr tangiert, aber ein bisschen Bewegung kommt ja dann immer auf. Man hat es ja gesehen, 14:30, es hat schon ein bisschen gewackelt. Du kriegst auch Alarme rein gerade, sehe ich gerade. Das sind dann so Signalträger in erster Linie, oder? Ja, wir können ja mal gucken. Outcut. Hatte ich ja gesagt, das ist aufwärts, da würde ich jetzt hier auf ein Aufwärtssignal untergeordnet warten, da hat sich jetzt nichts getan, ist wieder ein bisschen weiter hier in diese Richtung gelaufen, des kleineren Trends, Neuseeland-Dollar, japanische Yen. Ähnliches Spiel, hier über die Hochs drüber gegangen, Fehlausbruch, dreht wieder, könnte wieder in die Richtung nach hier unten gehen. Hatten wir auch im Signaldienst genauso gehandelt heute Morgen. Jetzt müssen wir sehen, sind wir auch hier Break-Even, müssen wir sehen, das Ganze weiter nach unten läuft. Neuseeland-Dollar Cut. Ja, genau. Ja, auch schön, was ich jetzt mal an der Stelle sagen muss, gerade auch für die Zuschauer sicherlich interessant, der Währungsmarkt besteht, wie gesagt, nicht nur aus Euro-Dollar oder Britisch-Pfund-US-Dollar, sondern ihr habt es ja auch auf der linken Seite zu sehen, eben, ich meine, gut, US-Dollar, südafrikanischer Rand ist schon schwer exotisch, aber gerade Neuseeland-Dollar Cut etc., das sind hier schon Cross-Rates, die es sich durchaus auch mal lohnt anzuschauen. Also das ist, finde ich, ganz, ganz gut, dass ihr da nicht nur auf die Majors jetzt blickt, sondern eben auch über den Tellerrand hinaus, weil der Währungsmarkt hat da echt viel zu bieten und da sind auch einige Pairs dabei, die auch mal richtig schön trendy sind. Genau. Man muss natürlich darauf achten, wenn man jetzt Exoten nimmt, dass man nicht zu eng an den Markt geht, weil da natürlich der Spread viel größer ist. Euro-US-Dollar ist überhaupt gar kein Problem. Mehr Trendgrößen auch vorhanden. Engster Spread, den man überhaupt haben kann irgendwo. Und auch besonders für den kurzfristigen Handel geeignet. Aber so Exoten, da muss man ein bisschen aufpassen, deswegen ein bisschen weiterer Stop. Genau. Was hatte ich noch? Das wäre es eigentlich hier an der Stelle mal von meiner Seite. Gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, war ein riskantes Setup. Irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich gerade vergessen. Das kommt ansonsten schon. Genau. Soll ich dann einfach hinzufügen. Ja, wie sieht es bei den anderen Kollegen aus, Felix? Ja, wir können gerne nochmal zu mir schalten. Für mich läuft es bisher ganz gut heute. Kann ich mal zeigen. Moment, bitte.
Felix, an dieser Stelle vielleicht jetzt unabhängig dessen, dass vielleicht Stefan da jetzt gleich eine Antwort hätte, weil ihr das im Team so regelt. Was riskierst du denn pro Trade, sag ich mal? Grundsätzlich deutlich unter 1%. Ich mache das nicht nach einem festen Prozentsatz, sondern ich habe einen festen Euro-Betrag, den ich pro Trade riskiere. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Klar. Es wird dann eben nicht nach unten angepasst, wenn ich mal einen Verlusttrade habe. Es wird allerdings natürlich dann auch die Positionsgröße nicht nach oben angepasst, wenn ich eine Gewinnerserie habe. Mhm. Ich fühle mich da aber mit diesem festen Betrag pro Trade irgendwie am wohlsten, bin aber auf jeden Fall immer unter 1%. Ah ja, also das sind die Freiheitsgrade, die ihr im Team schon habt. Das heißt, meinetwegen, der eine macht das abhängig von der Equity, der nächste wieder macht das mit dem festen Eurobetrag, sodass ihr in eurem Wohlfühlfaktor individualisiert sozusagen euch befindet. Genau, das ist jetzt in meinem privaten Trading, habe ich diese Freiheiten natürlich. Für die Vermögensverwaltung und die anderen Produkte haben wir natürlich absolut einen klaren Tradingplan. Da kann man nicht einfach mal sagen, der eine tradet so, der andere tradet so. Da ist das alles genau festgelegt und muss man sich natürlich auch an die Regeln halten. Okay, nee, danke für das Feedback. Ich denke, das ist auch für den einen oder anderen Zuschauer interessant, weil, wie gesagt, das Beispiel mit dem unglücklichen Ausstoppen bzw. Kontocrash, das rührt eben daher, dass eine Positionssize von, ich will mal vorsichtig ausdrücken, vielleicht 100% gefahren wurde oder 50%, also praktisch all in einen Trade, und da ist man so emotionalisiert bzw. auch abhängig von der Kursentwicklung, und da wir alle nicht wissen, wo der Kurs letztlich hingeht, müssen wir letztlich immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, und da gilt es eben nicht alles auf eine Karte zu setzen. Und unter 1% bin ich völlig bei dir, das mache ich auch schon seit Jahren so, und führt auf jeden Fall zu einem tief entspannendem Trading, weil ich sage mal, selbst wenn mehrere Ausstopper hintereinander kommen, dann geht da nicht gleich die Welt unter, und das führt natürlich dazu, dass man da eine gewisse Gelassenheit hat und dann auch, sage ich mal, wirklich nicht so hektisch agiert, wie wenn man denn alles auf einer Position hat. Also das ist wirklich zu vermeiden. Liebe Leute, die hier frisch drin sind, immer dran denken, wie gesagt, weniger ist da mehr, erst das Risiko beachten, und dann kann man auch schön an die Rendite denken. Aber Felix, schieß mal los, was hast du hier Feines am Start? Genau, ich habe hier den US-Dollar Schweizer Franken, den hatte ich heute Morgen noch nicht gezeigt. Das ist einer dieser Trades, wo ich ein bisschen mit einem, wenn wir jetzt schon über das Risiko und Money Management gesprochen haben, da habe ich ein sehr kleines Signal hier untergeordnet gehandelt, deswegen auch mit einer kleineren Positionsgröße, hier schon zwei Teilverkäufe gemacht. Und heute Morgen ist genau das passiert, was immer mal wieder passiert. Ich war hier konzentriert beim Webinar dabei, nicht voll konzentriert vorm Chart gesessen, und genau hier hätte es dann heute Morgen wieder eine sehr schöne Möglichkeit gegeben, mit einem kleinen Stop nochmal meine Position aufzubauen. Die habe ich leider verpasst. Man sieht, hier ist direkt wieder runtergekracht. Sowas macht es natürlich sehr interessant. Wir hatten heute Morgen ja besprochen den Neuseeland-Dollar-Yen. Den hatte ich ja hier unten gemacht, hier unten eingestiegen, der ist dann direkt gegen mich gelaufen. Also das war ein bisschen ein unglücklicher Einstieg. Der hat dann aber, auch da habe ich hier meinen Stop ja gesetzt, hatte ich heute Morgen erklärt, ein bisschen Luft gelassen, das ist immer ganz wichtig. Und dadurch bin ich jetzt hier noch dabei, und der kann eben dann doch noch weiter nach unten gehen. Wenn man hier jetzt punktgenau irgendwo so unsauber das irgendwie aufs letzte hochsetzt, kann das halt dann immer mal passieren, dass man einfach ausgestoppt wird. Genau, dann hatten wir, ich gehe gerade nochmal ausführlich, haben wir die Trades ja heute Morgen besprochen, ich gehe sie jetzt vielleicht gerade nochmal so im Eildurchlauf durch, einfach so als Update. Hier hatte ich ja erzählt, dass ich nochmal einen Wiedereinstieg gemacht habe. Der ist am Anfang richtig gut gelaufen gestern, hat dann heute stark korrigiert, ist jetzt allerdings auch schon wieder in der Abwärtsbewegung. Hier heißt es natürlich jetzt vorsichtig sein, weil hier sich schon wieder eine Art Aufwärtstrend entwickelt. Aber solange der hier unter diesen wichtigen Marken hier auf der Seite hier bleibt, ist da noch alles sauber. Da mache ich mir dann noch keine Gedanken. Mein Geld ist ja, man sieht es hier in der Vergangenheit, mit diesem Trade eh schon verdient. Dann habe ich ja noch den Australdollar, Neuseeland-Dollar. Ja, den haben wir heute Morgen hier, da war er hier irgendwo besprochen. Der läuft jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen gegen mich. Bin ich aber auch ganz entspannt. Der ist hier noch einfach in dieser Seitwärtsphase hier so ein bisschen drin.
Da muss man einfach hoffen, dass der wieder weiter nach unten geht. Sollte weiter nach oben gehen, auch kein Problem. Selbst wenn ich hier oben, wenn er ganz wieder hochlaufen sollte und ich ausgestoppt werde, habe ich immer noch Gewinn gemacht bei diesem Trade, einfach durch diese beiden Teilverkäufe. Dann ein Trade, der sich besonders positiv entwickelt und auch jetzt heute schon wieder ein neues Tief gemacht hat, beziehungsweise in den letzten Stunden sogar nochmal ein neues Tief gemacht hat, ist der Austral-Dollar-Schweizer-Franken. Hier, das war dieser Trade, wo ich schon seit Ende Februar dabei bin. Wiedereinstieg, wunderbar erwischt hier oben. Genau, also bisher bin ich mit dem Tag heute recht zufrieden. Hoffen mal, dass mal vielleicht es noch einen Einstieg gibt, den ich dann live zeigen kann. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite. Ja, aber grandiose Entwicklung. Also das bei dem Australdollar, der Aussie oder wir sind so allgemeinläufig Bank benannt wird, ja, der Australdollar, US-Dollar, der Schwerpunkt eben der Australdollar, zeigt sich ja eh generell seit langem schon schwach. Man hatte da unlängst, wie gesagt, hier ein schönes Setup gebildet in Sachen dessen, da entweder bricht er nach oben irgendwann mal aus oder kippt nach unten weg. Und du hast ja hier im Februar wirklich schon einen sehr, sehr frühen Einstieg gefunden. Also das zeigt hier sehr schön wirklich auf, das war tatsächlich ein Positionstrade, den du jetzt hier dann über Wochen, Monate schon laufen hast lassen und dann nochmal ein Re-Entry sogar gemacht hast. Ja, was halt das Interessante ist, sage ich mal, bei unserer Art zu handeln, wir suchen uns einen kurzfristigen Einstieg, haben also einen kleinen Stop. Ja, also wir handeln den praktisch, es könnte passieren, je nachdem wie der Wert sich entwickelt, kann es auch passieren, dass da nur ein Intraday-Trade mal draus wird, also dass ich den unter Umständen am selben Tag noch wieder zumache, wenn der eben entsprechend weit in meine Richtung läuft oder an der Marke angekommen ist, wo ich kein Potenzial mehr erkenne. Aber dadurch, dass wir nicht immer alles über Nacht schließen, habe ich jetzt hier die Chance, ich habe hier einen kleinen Einstieg gemacht, hatte hier einen winzigen Stop und hatte hier, sage ich mal, in dem Bereich, beim ersten Teilverkauf, hatte schon kein Risiko mehr in diesem Wert. Und seitdem ist alles hier nur noch Bonus und man sieht hier ja an mehreren Punkten, habe ich auch nochmal die Position aufgebaut. Aber grundsätzlich war der Plan bei diesem Trade jetzt nicht irgendwie, ich möchte jetzt die nächsten 3 Monate den Austral-Dollar-Schweizer-Franken handeln, sondern ich habe den relativ kurzfristig geplant gehabt und bin einfach dann länger drin geblieben, weil es sich einfach ergeben hat. Weil ich nicht ausgestoppt wurde, mich an mein Setup gehalten habe, meinen Stop korrekt nachgezogen habe. Mhm. Und dann kann man da von so langen Bewegungen einfach schön profitieren. Na, du sagst doch gerade, korrekt ist auch so ein Stichwort. Ne? Ich meine, selbst wenn du ausgestoppt wirst, wenn du, sag ich mal, technisch oder fachlich alles korrekt gemacht hast, wie es so schön heißt, dann kannst du ja auch keinen Vorwurf machen. Genau wie dem Stopp vom Stefan vorhin, der dann, sag ich mal, abgedippt wurde. Sag ich mal, der Stopp war vielleicht zu eng, ja. Im Nachhinein ist man da immer schlauer, aber grundsätzlich war er technisch gesehen und fachlich sicherlich auch da über dem letzten Hoch platziert und er hätte natürlich da auch weiter rausbrechen können und dann hätte es ein größerer Verlust sein können. Also insofern ist das ja natürlich hervorragend. Aber das mal im Sinne eines Positionsaufbaus aus einem, sage ich mal, kleineren Trade einen großen werden zu lassen, das ist auch eine starke Kunst. Also das dann auch so durchzuhalten über Wochen, Monate, das ist ja wirklich schon respektabel. Aber schöne Entwicklung auf jeden Fall. Und jetzt läuft er weiter und den lässt du jetzt, sage ich mal, Open End, du ziehst den Stopp jetzt nur hinterher oder spielst du auch mit dem Gedanken, nochmal Teilverkäufe zu machen? Grundsätzlich habe ich hier jetzt zuletzt einen Wiedereinstieg gemacht, also beziehungsweise die Position läuft ja schon seit hier oben, aber habe hier nochmal ein bisschen zugekauft, habe einen Teil dieses Zukaufs hier schon wieder glattgestellt, also habe wieder ein extremst kleines Risiko hier überhaupt noch, wenn ich ausgestoppt werde, könnte mir vorstellen, vielleicht jetzt hier unten dann demnächst sogar nochmal einen Teilverkauf zu machen, bestenfalls korrigiert der Wert wieder nach oben. Ich habe hier die Chance, habe wieder ein Einstiegssignal, kann wieder was zu meiner Position hinzufügen und dann darf es gerne noch weitergehen. Ist da noch Luft? Wir sind hier bei 0,73, bis zur 0 ist noch Platz, da bin ich gerne dann noch dabei. Da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall grandiose Entwicklung. Und den Rücklauf, würdest du den sogar pyramidisieren? Würdest du also positiv? Würdest du da theoretisch nochmal versuchen, dann reinzugehen? Und der Stefan sagt es ja vorhin, Fibonacci-Level. Schaust du dir das dann auch mal an? Guckst du zum Beispiel drauf jetzt in so einem Rücklauf, bis wohin der da korrigiert? Grundsätzlich bin ich immer wild drauf zu pyramidisieren, also heißt im Gewinn aufzubauen. Ich habe ja dann jetzt hier einen Teilverkauf gemacht. Das, was ich zum Beispiel jetzt von dieser Bewegung bis hier unten verdient habe, könnte ich ja hier oben einfach wieder riskieren, ohne dass mein Gesamtrisiko wieder größer wird. Also solche Chancen lasse ich mir dann nicht entgehen, habe ich hier in der Vergangenheit auch an einigen Hochpunkten bereits gemacht. Fibonaccis nutze ich nicht. Bei mir ist es halt so, man muss sich ja immer überlegen, wie groß ist das Potenzial eines Trades. Und umso weiter oben er ist, umso weiter er korrigiert hat, umso größer ist natürlich auch das Potenzial,
wieder nach unten. Also er wird eigentlich, umso weiter er korrigiert, umso interessanter für mich. Wenn der jetzt hier nur so ein bisschen hochkommt, so keine Ahnung, so 10% oder sowas, das ist für mich noch keine wirkliche Korrektur. Also da würde ich noch nicht einsteigen, sondern ich warte einfach, bis es eine deutliche Korrektur gibt, ohne da jetzt konkret irgendwie 61,8% oder wie auch immer diese Fibonacci-Zahlen sind, abzuwarten, sondern das ist mehr so nach Augenmaß, wenn er ein sinnvolles Niveau erreicht hat und ein Signal macht, steige ich ein. Ja, macht Sinn. Also wie gesagt, da die FIBO-Levels sind ja dann, sage ich mal, nicht so wichtig. Es gibt ja Leute, die sind darauf erpicht und also wollen eben genau die Levels touchiert sehen. Das ist dir eigentlich relativ. Du wurdest dann ja auf so einen Umkehrstab oder Umkehrkerze in der Richtung, dass es dann weitergeht praktisch. Genau, zum einen Setup wäre zum Beispiel, dass sich nach einer sinnvollen Korrektur da irgendwie Schwäche zeigt, ob das jetzt durch einen kleineren Trend ist oder durch einen Umkehrstab oder ähnliches. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache ist einfach, dass ich die Chance habe, einen Trade zu eröffnen mit kleinem Risiko und großem Potenzial, weil man darf sich keine Illusion hingeben. Die 100% Trefferquote gibt es nicht. Und dementsprechend ist wichtig, einfach bei Gewinntrades deutlich mehr mitzunehmen als bei Verlusttrades. Und deswegen muss man immer schauen, dass man da ein sinnvolles Potenzial einfach hat in jedem Trade. Sehr, sehr vernünftig. Ja, da kann man im Prinzip gar nicht so viel anschließen oder dazu noch sagen, weil das trifft es auf den Punkt sozusagen. Tatsächlich gut gemacht. Also ich bin mal gespannt, Australien oder Schwarzer Franken hatte ich schon lange nicht mehr auf dem Schirm, aber es sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Also imposabel gemacht und auch jetzt hier der Rücklauf. Ich denke, da können die Leute auch tatsächlich unabhängig des Daytradings eben auch mal dann erfassen, wie so ein Setup eben aufgespult werden kann. Und das, was du jetzt hier auf Tage, nee, Stundenchart ist, das zeigst, solche Settings hast du ja im Prinzip in jedem Timeframe im Grunde genommen. Genau, man muss, es ist halt immer eine Frage, dass das Schwierige ist, die unterschiedlichen Größen miteinander korrekt zu verknüpfen. Man sieht natürlich auch diese Trends übergeordnet. Hier sieht man aber zum Beispiel, dass das hier alles ein bisschen unsauberer läuft. Auf der Stunde sieht es deutlich schöner aus. Es ist einfach eine Übungssache und eine Schulung des Auges, was man durch Übung einfach erlangen kann, dass man weiß, wie man diese unterschiedlichen Größen von Tageschart und Stundenchart und noch kleiner eben miteinander verknüpft. Ja, ist sehr richtig, sehr richtig. Also da denke ich mal, wie gesagt, mitnehmen und hier auch dann, ihr malt dann auch generell in den Charts rum. Macht ihr da Screenshots auch von euren Charts eigentlich? Wie ist denn das? Genau, eine ganz wichtige Sache ist die Trade-Dokumentation, weil man muss ja schauen, dass man sich ständig weiterentwickelt und sein Trading optimiert. Also man macht mal am besten, gerade als Anfänger wirklich, führt man da genau Buch, macht sich auch ein bisschen Gedanken zu, warum bin ich jetzt ausgestoppt worden, was war gut an dem Trade, was war schlecht an dem Trade. Da trennt sich dann eben die Spreu vom Weizen von den Leuten, die wirklich hart arbeiten und geflissentlich dahinter sind, und denen, die einfach so ein bisschen nebenher mit der Maus rumklicken, die haben es schon deutlich schwerer, dann einfach dauerhaft erfolgreich zu sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Also die das ist auch mal so eine Gretchenfrage, das wäre natürlich dann nochmal ein Punkt, wo ich nachher nochmal Stefan und Ali auch frage. Also du selbst, dokumentierst du jeden einzelnen Trade noch von dir, ist das so? Die längerfristigen in den Aktien, ja. Hier kurzfristig, wenn ich da mehrere Trades am Tag mache, muss ich ehrlich gestehen, dass ich das mittlerweile nicht mehr ganz so geflissentlich mache. Aber ist auch nicht notwendig. Wenn du dein Hirn jetzt schon geschult hast, ist es ja praktisch auch nicht notwendig. Genau, aber es ist schon auch so, dass ich mir dann mein Trading-Journal, das automatisch auch erstellt wird, jetzt zum Beispiel beim China-Trader, dann schon mal anschaue und überlege, okay, wo gibt es doch noch Verbesserungspotenzial? Was muss ich vielleicht optimieren? Gibt es irgendwelche Kenngrößen, die noch nicht ganz optimal sind oder besser sein könnten? Und mache mir dann natürlich auch Gedanken hinsichtlich der Optimierung. Ja, das klingt wirklich gut. Aber das kann ich eigentlich auch nur anschließen. Wie gesagt, jeder von uns, der das entweder privat macht, nebenbei oder tagsüber mit einem Auge auf den Schirm schielt, hat natürlich dann hier immer die Aufgabe vor der Tür, sozusagen sich da natürlich auch mit zu beschäftigen. Und das, was du ja sagtest, das Auge zu schulen, das ist so das A und O. Irgendwann braucht man theoretisch auch kein Fibonacci-Instrument mehr, um jetzt sozusagen die Levels grob abzuwissen und abzuschätzen. Ja, das geht dann im Prinzip alles schon mit dem Auge. Und man muss natürlich, das ist
eine harte Ausbildung und ich sagte von im ersten Teil auch schon Wort Königsdisziplin, das ist schon die größte Herausforderung hier, sich mit dem Markt da zu battlen, mehr oder weniger, weil, wie gesagt, es gibt immer wieder Verlierer und Gewinner und da muss man aber eben, wenn man zu den Gewinnern gehören will, auch wirklich Zeit investieren und eben auch natürlich ein Setup finden, was zu einem passt und das kann man am besten, das war auch bei mir die größte Hilfe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe alles Mögliche ausprobiert, von Tagebuch führen über Trade-Dokumentation im Sinne von Excel-Sheets, wo alles irgendwie aufgebaut wurde. Das zweckreichste oder hilfreichste überhaupt war der Screenshot, wo ich dann in den Charts auch direkt die Entry-Exits gesehen habe und dann praktisch Dokumentation dazu, ja, was kann man besser machen, schlechter machen und das Auge, ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn man immer wieder dieselben Bilder vorgehalten kriegt, dann weiß man auch irgendwann, was man suchen muss im Chart, ne? Und das konditionierst du dann und dann ist dein Hirn sozusagen nach, ich will nicht sagen 10.000 Stunden, was das optimal wäre, aber wie gesagt, wenn du dir viel, viel Zeit damit, sag ich mal, verbracht hast, viel, viel Zeit damit verbringen musstest, um das Gehirn sozusagen zu konditionieren, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man dann tatsächlich nur das sieht, was einem dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg bringt, als eben, wenn man einfach so drauf losstochert und das Abenteuer sucht. Und das ist leider immer das Verwerfnis, dass eben viele Leute dann einfach rangehen an den Markt und mal eben zocken, mal eben so hier 100% im Monat machen wollen. Dann kann man auch gleich ins Casino gehen. Da hat man wahrscheinlich sogar eine bessere Gewinnchance, weil man ganz sagen muss, das wird in der Regel der Fälle zu 99% scheitern. Und wenn man mal so einen Glücksfall hat, dann ist das sicherlich auch nicht dauerhaft duplizierbar. Das muss man immer wieder sagen. Wie gesagt, das ist wirklich eine Herausforderung. Aber wenn das Hobby zum Beruf wird und oder man mit dem Hobby, wenn man ein bisschen Zeit investiert, nicht nur Geld auf der Straße lässt, wie jetzt ein Autotune oder irgendwas anderes, was es so an Hobbys gibt, ja, dann kann man ja mit dem Hobby Börse auch tatsächlich sich ja, etwas verdienen. Zumal wir alle in Deutschland, Österreich, sagen wir mal, strukturell jetzt nicht wirklich anders, wir ja alle sehen müssen, wie wir privat vorsorgen. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle traden müssen, aber man sollte so die Grundzüge der Finanzmärkte kennen und sich durchaus auch mal an Aktien wagen. Ja. So vom ATT-Team her, eure Meinung zum Aktienmarkt, wir haben ja jetzt schon fast eine neunjährige Hoss. Ich meine, Ali habe ich vorhin so ein bisschen durchlauten hören, der ist nicht so ganz überzeugt von den neuen Hochs, von dem Lauf der Aktienmärkte. Da mal eine Frage, so habt ihr da auch eine Meinung zum Big Picture als Team oder jeder für sich? Wie ist das? Ja, von meiner Seite, ja, wir haben halt immer wieder ein Allzeithoch nach dem nächsten. Und das in der Regel unter dünnem Volumen, wenn man sich das mal wirklich im Detail anguckt, ist das Volumen jetzt nicht extrem erhöht in den Aufwärtsbewegungen. Und ja, die Luft nach oben wird halt immer dünner. Ich meine aber trotzdem, solange sich eigentlich nichts besonders Shortiges anbietet, gibt es eigentlich nichts Deutliches zu shorten. Wir probieren es natürlich trotzdem auch, vor allem im Copy Trading sieht man das zurzeit hin und wieder mal, dass wir da trotzdem versuchen reinzukommen in Short-Richtung, aber... Ganz kurz, also, Stefan, hast du deinen Bildschirm? Hast du den Bildschirm auf der Kamera? Ich glaube, ich sehe gerade nichts. Ja, Moment. Oder mit Felix überträgt seinen Bildschirm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schalte zu mir. Genau, genau. Also zumindest habe ich jetzt fast die Vermutung gehabt, die Zuhörer haben nichts gesehen. Genau, so ist es besser. Genau. Okay, also wie gesagt, also grundsätzlich. Wir sind also in Long-Richtung. Kann man natürlich, wenn man wirklich wieder eine deutliche Korrektur kommt, kann man natürlich auch in Long-Richtung handeln. Wir machen es eigentlich im Moment ungern. Das Volumen ist sehr niedrig, die Allzeithochs. Also es gibt keine Ziele mehr nach oben und vor allem ist das ja alles getrieben und eventuell auch aufgrund von heißer Luft. Und wir probieren es halt auch immer wieder in Short-Richtung reinzukommen. Aber man muss halt auch sagen, wir sind zurzeit mit wirklich minimaler Size immer wieder dabei, um dann... Sollten wir dann reinkommen, wenn der Markt fällt, nach unten hin zu pyramidisieren. Aber grundsätzlich gehen wir eigentlich davon aus, dass dieses Jahr noch eine Korrektur anstehen könnte. Mhm. Ja, die Märkte, das ist schon richtig. Da ist immer nur die Frage des Zeitpunkts etc. Aber ich kann auch nur sagen, so zyklisch gesehen wäre es mal wieder an der Zeit, dass wir ein bisschen Luft rauslassen. Dass natürlich die Kurse tendenziell dazu neigen, sich weiter zu inflationär in Anführungszeichen nach oben zu entwickeln, ist fast unausweichlich. Also gerade die Indizes. Bei den Währungen ist es wieder was anderes. Da hat man, wie gesagt, ein Währungsgefüge mit zwei Inhalten sozusagen. Das kann man jetzt nicht direkt mit einem Index vergleichen, aber die Indizes sind ja mit Ausnahme Japan, der seit 30, 35 Jahren fällt, praktisch zum Steigen verdammt. Das hat unterschiedliche Prozesse und unterschiedliche Ursachen, aber grundsätzlich leben wir in dem Zahlenumfeld der dynamischen Welt.
Und ja, weltweites Wachstum, Produktivitätswachstum etc., Unternehmensgewinne etc., alles sprudelt. Die Geldmenge wird immer mehr und, und. Also da ist wirklich mal gespannt zu sehen, wie das Ganze jetzt noch weitergeht. Aber auch ich bin der Meinung, die Luft hier oben ist schon dünn. Wobei man natürlich auch den einen oder anderen Dr. Doom schon seit 3 Jahren das Orakeln hört, ja, die hier dann im großen Stil auch Short-Positionen schon seit langer Zeit halten. Das kann natürlich auch ein teurer Spaß werden. Denn so Trendmärkte sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja auch. Zum Dr. Doom, da kann man ja sagen, dass seine eigene Investmentfirma pleite war, aufgefangen worden ist, weil er eben seit, einfach der rennt jedes Jahr rum und sagt immer nur shorten, shorten, shorten. Ja? Exakt. Und das funktioniert halt nicht. Das ist eine Meinung. Und wir handeln Setups. Also ich habe auch gesagt, und ich stehe sogar dazu, dass ich rechne, dass wir Mitte, Ende Mai fallende Märkte haben werden. Wir hatten damals beim Ronald Reagan auch 15% steigende Märkte aufgrund der Fantasien, die er in den Markt gelegt hat. Und dann ist real wurde, dass es nicht machbar ist, sind die Märkte 25% gefallen. Und dasselbe haben wir jetzt beim Trump. Der hat viele Versprechungen gemacht, die nicht funktionieren werden. Nicht, weil ich einfach sage, dass es Blödsinn ist, sondern einfach, weil es nicht machbar ist. Weil man kann nicht einen Budgetplan für den Staat machen, wo man nur Ausgaben tätigt und keine Finanzierung dafür hat und sagt, na, wir werden schon Wachstum haben und damit finanzieren wir das. Das funktioniert dann einfach nicht. Ist einfach wirtschaftlich nicht machbar. Und das sagen nicht nur ich, sondern das sagen die Leute, die wirklich vom Fach sind. Und da kann es genauso sein, weil wir haben da auch schon unsere 15% Rallye gehabt, aufgrund der Daten von ihm, der Zusagen von ihm. Aber bis jetzt sieht man, dass das Volumen sehr klein ist während den Aufwärtsbewegungen. Sobald es runtergeht, schießt das Volumen um das 3-4-fache rauf. Und ich sage auch so, wir gehen auch gleich auf mein Konto und schauen uns ein paar Trades an. Warum habe ich so ein Übergewicht an Shorts und fast alles in dem Gewinn? Weil genau da die Bewegungen sind, dass die Aktien da sehr schnell schon vorauslaufen. Und man sieht es ja auch schon an den Anleihen, die eigentlich in eine negative Tendenzrichtung gehen und dass es schon ein Vorbote ist. Also die Tendenz, und wie du auch richtig sagst, zyklisch nach fast 8, 9 Jahren, wird es auch Zeit, weil ein Bullenmarkt dauert normalerweise 7 Jahre und dann gibt es einen 2-jährigen Bärenmarkt. Wir sind weit drüber und das merkt man vor allem auch am Volumen und dass die Großen nicht dabei sind. Und wir handeln Short auch im Copy Trading sehr klein, weil wir dort, und das kann man sich an den Videos anschauen, die bei uns im YouTube-Kanal sind, pyramidisieren wollen. Wir fangen klein an und bauen dann auf. Das kostet natürlich am Anfang einige Prozente, das ist klar, das sind Minus-Trades, das gehört dazu, aber man sieht da, dass wir hier von 3-4% reden, das ist nicht viel. Während andere schon innerhalb einer Woche 10% Minus gemacht haben, bei ihrem Copy-Trading sind wir sehr vorsichtig, weil auch wir unser eigenes Geld im Copy-Trading haben, das kannst du ja bestätigen, dass unsere Händler ja auch private Konten bei dir, also beim Copy-Trading auch haben. Natürlich. Und in der Vermögensverwaltung zum Beispiel sind wir genauso unterwegs und da habe auch ich mein Kapital drin. Also wir sind überall mit unserem eigenen Geld drinnen, weil das unser Konzept auch ist. Und wenn wir momentan short unterwegs sind, kann jeder kommen und sagen, ja, warum short? Es ist alles long. Ich kann mein Portfolio zeigen und vor allem, wenn es dann dreht, dann sind alle da und sagen sich, wir waren long unterwegs zum falschen Zeitpunkt. Ne? Also 2009 war der Zeitpunkt, wo man long gehen hätte müssen. Das habe ich auch gemacht bis 2012. Und ab dann immer vorsichtiger, weil jetzt ist es mir einfach zu weit gelaufen, zu heiß. Ich bin auch vorhin, ich sag's dazu, leider war ich am Telefon, ich habe es reingeschrieben, im Nasdaq Short gegangen. Das ist ein kurzfristiger Trade. Leider kann ich es hier nicht zeigen. Ich kann es nur sagen, weil ich kriege immer noch nicht die Verbindung zu der Software her. Ich kann es nur auf meinem anderen PC machen. Und das ist auch so ein kleiner Trade, sehr gefährlicher Trade. Das ist Orderbuch und es gab eine kurze Bewegung nach unten. Ich weiß nicht warum. Also wir sehen, die Idee dahinter kann der Stefan einzeichnen, warum ich da short gegangen bin. Er weiß es ja, ich brauchte dir nicht einmal mehr erklären, was ich mache, weil das ist natürlich ein Handelsstil, den wir uns alle angeeignet haben. So, und wir sehen ja, da geht er kurz drüber, hält das hoch nicht, deswegen habe ich es probiert mit einem kleinen Stopp. Natürlich bitte, und das ist das Wichtigste, so wie du es gezeigt hast, da hat einer sein Konto verbrannt. Money Management, das ist eines der wichtigsten Themen bei unserer Ausbildung, meines Erachtens angepasst, nicht mal im Gewinn, es ist nicht viel, es sind jetzt nur 6-7 Punkte, aber egal, das ist der nächste. Und ich schaue mal, was passiert und vielleicht geht es ja tiefer und dann schauen wir uns das weiter an. Ja.
Dann können wir auch, wenn wir wollen, eigentlich auch das Thema mal ein paar Trades anschauen, die wirklich größer verwaltet werden. Wie gesagt, die Einstiege sind gleich, die Verwaltung macht ja einen Trade aus. Da müsste man nur rüber auf meinen Schirm gehen, dann gehen wir mal das durch, die Schlumberger, die wir heute hatten. Und bevor die US-Märkte aufmachen, schauen wir uns mal ein paar Trades an. Gute Idee, Ali, gute Idee. Also ich hätte noch eben eine Frage auch zu so ein bisschen deinem Werdegang. Wie gesagt, du bist ja der das ATT-Trading ja ins Leben gerufen hat. Aber wie gesagt, gehen wir mal die Trades durch, aber dann würde mich auch das ein oder andere noch interessieren. Aber hier, das sind natürlich anständige Sizes. Ich hätte vorgeschlagen, auch vor allem, wir gehen ja dann gleich zum US-Markt, wenn der aufmacht, dann schauen wir uns den mal an. Es sind ja viele Leute, die sich das gerne anschauen, was wir hier machen, vielleicht auch was mitnehmen wollen. Einige sind auch interessiert wegen Schulung, Copy-Trading, Signaldienst und so. Mit der Vermögensverwaltung sage ich dazu, ist noch nicht offen. Also wir machen das nicht für die breite Masse. Das werden wir vielleicht nächstes Jahr öffnen, aber dazu später. Dass wir vielleicht, wenn dann der Markt ein bisschen ruhiger geworden ist am Ende, vielleicht auf das Produkt und die Themen ATT eingehen. Jetzt natürlich ganz grob, dass die Leute, die sich dafür interessieren, gerne bleiben und Fragen stellen können. Wir stellen auch gerne den Kontakt zu Schülern her. Wir verstecken unsere Schüler nicht, die dabei sind. Also sind wir ganz offen, weil ich gesehen habe im Chat einige Fragen dazu. Können wir gerne beantworten, einfach dranbleiben. Und weil später auch noch eine Abendsession ist, die ja ich auch leite, unter Anführungszeichen, lade ich natürlich alle gerne ein, hier drinnen zu bleiben. Da musst du aufpassen, Chris, wenn du uns verlässt, dass du uns nicht das Webinar abdrehst. Da einfach nur verlassen, nicht beenden gehen. Dann würde ich alle Gäste einladen, gerne auch die Abendsession zu machen. Wir haben dann natürlich eine Stunde Pause, damit wir uns auch alle erholen. Und dann schauen wir uns die Abendsession an, wie bei uns sowas abläuft. Ganz kurz, wir haben ja die Schlumberger schon besprochen. Das ist ja ein Ölzulieferer. Wie gesagt, ich handle nicht den Ölpreis selbst. Das ist mir zu volatil. Ich handle lieber die Zulieferer oder die damit arbeiten. Zum Beispiel auch die Chevron, ja, einer der größten Ölunternehmen natürlich. Und da sehen wir ja auch, wir haben hier einen Abwärtstrend. Auch ich erwische nicht immer die Hochs, ja. Aber man sieht hier, es geht runter, Einstieg war da, jetzt haben wir einen Trend und deswegen kann ich das Ganze auf groß verwalten. Ja. Zuerst war das als Bewegungshandel gedacht, jetzt ist es als Trendhandel gedacht und werde, sobald diese Tiefs geholt werden, dann Stopp herziehen. Sollte ich sehen, dass es höher geht, kann ich immer noch einen weiteren Teilverkauf machen, habe ich ja natürlich schon gemacht. Und so verwalte ich zum Beispiel diesen Trade jetzt, der im Gewinn ist, der mich nicht mehr interessiert und mein Portfolio zeigt es ja schon. So wie deine Frage war, ich bin short unterwegs, ich handle aber nicht meine Meinung, weil ich sage, die Märkte sind short, so wie Stefan richtig gesagt hat, die Märkte sind long, aber das Volumen ist auf der Short-Seite. Und wenn wir hingehen und sagen, hier sind wir im Gewinn, abgesichert, Teilverkauf, hier die Aktie, was ist das für eine Aktie? Das ist ein Pharma-Wert, die hat die Zahlen hier gebracht, die waren positiv und im nächsten Moment der Ausblick war nicht besonders gut. Den habe ich mir natürlich angeschaut, weil hier haben wir natürlich kein Short-Szenario. Man hätte sagen können, die Umkehrkerze, die wurde aber erst später bestätigt. Ich bin ja schon früher reingegangen, weil ich gesehen habe, das passt nicht. Das Volumen nimmt jetzt eher ab und geht eher in die Abwärtsrichtung. Bin hier sehr weit oben eingestiegen. Da sieht man natürlich, manchmal erwische ich das hoch, aber darum geht es nicht, sondern um die Verwaltung, weil es nutzt man nichts, wenn ich das hoch erwische und dann nach 1-2% falle. Und dann ging es in einem Rutsch runter. Das ist keine Korrektur, das ist viel zu klein, ja, sage ich dazu. Aber irgendwo muss ich ja mal meinen Stopp hinlegen. Und jetzt geht es so weiter und ich hoffe, dass es tiefer geht, dass ich meinen Stopp hinterherziehe und den Trade genauso weiter verwalten kann. Sind wir ja auch knapp 10% vorne, also eigentlich mehr, 15% vorne. Und so funktioniert das. Und dafür, der Zeitaufwand, um diesen Trade zu verwalten, brauche ich original am Tag vielleicht 20 Sekunden, indem ich hinge und schaue, wie hat der Tag abgeschlossen. Dadurch, dass ich eben nicht kurzfristig unterwegs bin, sondern länger unterwegs bin. Und darum geht es ja, weil ich lebe vom Trading. Das bedeutet, vielleicht verdiene ich jetzt intraday die nächsten Tage nichts, weil die Märkte so angespannt sind wegen den Wahlen und allem. Kann ich hier Gewinne mitnehmen und habe mein Wochenziel oder mein Monatsziel finanziell ja auch erreicht. Ne? Dann schauen wir uns die nächste Aktie an. Ne? Das ist ein Unternehmen, im Maklergeschäft tätig ist, das heißt Immobilienbranche, natürlich auch sehr heiß gelaufen, dachten wegen Trump kommt das und man sieht hier sehr starke Abwärtsbewegung. Das war für mich ein fundamentaler Trade, weil ich schon an dem Tag gesehen habe, da kommen Vorzahlen, die Analysten sind negativ gewesen, ich habe mir die Zahlen der letzten Jahre angeschaut und das ist natürlich schwer zu erklären, ist aber dann sehr schnell in meine Richtung gelaufen. Das heißt,
Hier habe ich kein neues Tief gemacht, deswegen ist mein Stopp eigentlich nicht im Trend hinterhergezogen. Aber was kann man machen? Das werden unsere Schüler wissen. Ich gehe jetzt hin und sage Folgendes. Nachdem ich ja hier einen auf das hier nicht sehe, sondern eher in diese Richtung, dann könnte es, wenn es da drüber geht, ein Gegensignal machen. Und das ist gefährlich, deswegen ziehe ich den Stopp schon mal im Gewinn hinterher. Und somit ist dieser Trade auch uninteressant. Oder eben, was ich ja schon gemacht habe, ich gebe dem Trade Luft, habe ja hier unten schon einen ersten Teilverkauf gemacht, nachdem das hier eröffnet hat, hier runtergegangen ist, dann in die Gegenrichtung gegangen ist, habe ich schon einen Teilverkauf irgendwo hier gemacht. Dann sah ich, es kam tiefer, hat es aber nicht wirklich genommen, einen zweiten Teilverkauf gemacht. Somit kann ich auf jeden Fall nicht einen Verlust haben, steige auf jeden Fall, was passiert mit Gewinn aus. Und dann mache ich Folgendes, indem ich hier einen Alarm lege und sage, sollte es da drüber gehen, schaue ich mal die Gesamtmarktsituation an und dementsprechend reagiere ich auf diesen Wert. So brauche ich nicht jetzt viel Zeit damit zu verbringen. Dieser Trade ist nicht mehr in meinem Money Management inkludiert, weil der ja schon im Gewinn abgesichert ist, durch die Teilverkäufe. Das heißt, wir sehen hier einmal, ich kann meinen Wert durch Teilverkäufe absichern, dass egal was passiert, ich mit Plus nach Hause gehe, oder indem ich meinen Stopp im Gewinn verwalte. Oder eben alles, beides zusammen. Das ist natürlich die ideale Voraussetzung. Ne? Mhm. Ali, guckst schon auch auf die Bio, sage ich schon, weil wir gerade den Pharma-Wert hatten, den Ölwert vorher. Du schaust auch schon auf die Fundamentals und sag ich mal, du schaust auch dir durchaus die Bilanzen und Ergebnisse an und hinterfragst das auch, gerade wenn die Erwartungen dann negativ sind. Das ist dann für dich sozusagen ein doppelter Leckerbissen. Ja, also wie gesagt, ich komme ja aus der Fundamentalanalyse. Das ist, wie gesagt, da muss man eine Wirtschaftsausbildung haben, sich dann darauf spezialisieren, auch viel Zeit reinstecken. Das ist nicht so, wie alle da draußen sagen, ja, ich mache da Fundamentalanalyse. Da muss man wissen, wie man eine Bilanz liest, Buchhaltung, Statistik, all die Sachen hineinfließen. Da muss man sich auch mit den Nebenprodukten beschäftigen. Also eine solche Analyse zu machen, dauert für mich, und ich bin relativ trotzdem schon durch meine Erfahrung schnell, eine Woche. Also nur mal dazu, dass man das nicht unterschätzen darf. Was wir machen bei ATT ist, charttechnisch in erster Linie handeln, also das ist das Nummer eins. Und wir vermitteln unseren Schülern natürlich immer, beschäftigt euch mit dem Wert. Du siehst, ich kann da zu jedem Wert sagen, was der ungefähr macht. Ja. Es geht nicht darum, dass die Schüler jetzt hinsetzen und die Bilanz der Firma lesen, das brauchen sie nicht, das geht ja gar nicht, sondern sie sollen wissen, in welcher Branche ist dieses Unternehmen unterwegs. Wann kommen die Earnings? Weil wir sind ja gerade in der Earnings Season und haben ja schon gehört, wir haben schon eine Aktie geschlossen im Gewinn, weil heute die Zahlen kommen, und werden uns dann auch die Reaktion der Aktie anschauen, wenn der Markt aufmacht, nur als Beispiel. Und auf solche, ich sage mal, Basics, fundamental muss jeder Trader schauen, weil ich darf nicht eine Aktie handeln, wenn zum Beispiel ich sehe bei der Adidas einen Aufwärtstrend und jetzt höre ich aber, dass Nike, dass Puma, dass die gesamte Sportindustrie finanziellen Schaden erleidet, dass weniger verkauft werden und, dann gehe ich ja nicht in den Wert rein, wenn ich sehe, technisch ist er zwar okay, aber fundamental im Hintergrund kommt gerade was. Wenn ich beispielsweise jetzt die Autowerte, wo alle Experten sagen, dass die das hoch erreicht haben, aus China weniger Verkäufe kommen und, dann gehe ich ja nicht und kaufe mir einen Autowert long, wenn ich höre, dass da insgesamt weniger Autos verkauft werden momentan von der Konkurrenz. Es ist ja nicht so, dass jetzt Audi als einziger Top-Zahlen bringt und alle anderen schlechte Zahlen. Da geht es immer nur darum, wie viel der eine mehr verkauft hat als der andere. Wenn aber die Zahlen fallend sind, wird sie auch bei jedem anderen auch fallend sein, weil das dann den Gesamtmarkt betrifft. Auf sowas muss man ja auch ein bisschen Acht geben. Das üben wir auch mit unseren Schülern. Das kann man sich heute Abend anschauen auch, dass wir sagen, was ist das für ein Wert, wann sind die Zahlen, worum geht es denn da grob? Ja, wie gesagt, Beispiel 2-3. Ich kaufe nicht die Apple, sondern ich kaufe einen Zulieferer von Apple. Und da muss ich vorher wissen, ist das denn ein Zulieferer von Apple überhaupt? Was macht denn dieses Qualcomm zum Beispiel? Ah, die beliefern Apple. Das heißt, wenn Apple schlechte Zahlen gebracht hat, darf ich nicht in den Wert reingehen, weil das bedeutet, dass die weniger an Apple verkauft haben. Das ist halt eine Kombination, auf die man ein bisschen Acht geben muss, damit man nicht nur die technische Seite hat, sondern sich auch mit dem Produkt und dem Wert beschäftigt, das man gerade handelt. Ne? So wie du richtig gesagt hast, saisonal zum Beispiel. Ne? Mhm. Auf sowas muss man auch Acht geben.
Ja, das sind so, also saisonale Aspekte sind jetzt in den letzten Jahren erst so ein Stück weit hochgekommen. Das war, ich meine, am Terminmarkt, am Future-Markt, am Rohstoffmarkt ist das schon relativ lange Uso, gerade jetzt wegen, sag ich mal, Getreideernten und dergleichen. Da hat man ja eh die Wetterzyklen. Aber interessant eben auch, was du sagst, dass man natürlich hier sich auch mit der Materie beschäftigt und das macht es natürlich auch spannend. Ich meine, André Costolani ist nicht bis ins hohe Alter auch, sag ich mal, hirntechnisch auf der Höhe gewesen. Ich meine, du beschäftigst dich halt dann auch mit Unternehmen und auch Technologien, Entwicklungen, sei es was auch immer. Das heißt, das ist natürlich auch bildungstechnischen riesige Herausforderungen am Markt hier zu arbeiten. Und das ist auch was, was ich sehr, sehr spannend finde, da A, jeden Tag was anderes kommt, rein kurstechnisch, rein, sag ich mal, von der technischen Struktur her, aber natürlich auch von der fundamentalen her, ist es ein mega interessanter Markt, weil daraus unsere Welt letztlich besteht. Und gerade wenn jetzt so Zukunftstrends auf den Weg gebracht werden, ja, große Frage, wird es den Diesel noch lange geben oder kommen die E-Autos, kommen die neuen Teslas? Das sind alles so Riesenthemen, damit beschäftigt man sich und das ist zukunftsweisend. Und insofern ist ja ohnehin die Thematik Finanzmarkt, Traden, Aktien anlegen, also ein Riesenthema, was mich, wie gesagt, schon seit Ende meiner Schulausbildung dann fasziniert hat. Und das ist was, was ich eigentlich nur vortragen kann, egal welchem Alter, auch wenn man das jetzt nicht von klein auf in Anführungszeichen mitgenommen hat. Ich sage mal, das Blutlecken, wenn man das mal wirklich gemacht hat, dann weiß man auch, was da alles dran steckt. Unsere ganze Welt besteht letztlich aus Aktiengesellschaften. Und das ist natürlich ein immens interessantes Thema. Und deswegen, Ali, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also ohnehin, die Biogen müssen wir uns gleich mal anschauen. Aber wie bist denn du zum Thema Aktien gekommen? Du bist ja eigentlich Jurist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe Jura und Wirtschaft studiert, hatte auch diplomatische Ausbildung. Familie kommt aus dem diplomatischen Kreise und wir waren ja eigentlich in der Ölbranche unterwegs. Ich habe auch in einem Unternehmen als Geschäftsführer gearbeitet in der Branche, wo wir Investments getätigt haben und in verschiedenen Ländern unterwegs waren. Und da bin ich eigentlich 2005 herum durch unseren Banker nur darauf aufmerksam gemacht worden, hey, du kannst ja auch über unsere Bank, über unsere Plattform handeln, weil ich ihm einfach immer angerufen und gesagt habe, kaufst du uns bitte Aktien, wir wollen da investieren. Also es waren wirklich Investments auf mehrere Jahre gesehen. Das war noch damals üblich, dass du auf 5 bis 10 Jahre investierst. Das war reine Analyse und ich war Spezialist für die Banken. Das kann man ja jetzt schmeißen, also die Spezialisten. Deutsche Bank. Und der hat mir dann einfach mal nur mal gezeigt, hey, schau, so sieht mal die Plattform aus, du kannst da Intraday-Handel machen, du kannst auch selber dann die Trades machen. Ganz einfache Plattform, also echt banaler geht es nicht, wie gesagt 2005. Dann habe ich da angefangen zu handeln, ich habe sehr viel mit Knockout-Scheinen, Optionsscheinen gearbeitet, für ein paar Wochen. Das war ja die goldene Zeit, da bist long gegangen, bist weggefahren, kommst ein paar Wochen später, die Scheine waren mehrere hunderte Prozente wert. Ein Eldorado, ja. Also ich habe damals die Apple gelongt, bevor sie iPod Nano gebracht hat. Das ist ja explodiert danach, der Kurs. War mein größter bis jetzt prozentueller Gewinn. Und dann habe ich eben gesehen, wie die Krise entstanden ist. Da braucht man mehr technische Analyse, habe mich damit beschäftigt, habe auch verschiedene Online-Kurse gemacht. Ich habe eine ganze Bibliothek voller Bücher. Wie gesagt, inzwischen haben wir selber ein Buch geschrieben, was genau das zusammenfasst, worum es geht. Weil dieses ganze technische Hickhack mit irgendwelchen Flaggen, Bären, Formationen und so, alles unnötig, da zeichnet man ewig in Chart rum und der Trade ist schon längst gelaufen, man muss es einfach halten und hat dann eben durch viel Selbstanalyse und Weiterbildung es geschafft, dann so weit zu kommen. Und hat man auch, muss ich auch dazu sagen, alles, was es im Internet gibt, fast auch angeschaut, um zu wissen, was gibt es denn da. Und dann Glück gehabt auch, dass ich, nachdem ich schon sehr gut unterwegs war und meine Bank es auch gesehen hat, was ich auf meinem Konto anstelle, mich genommen haben, intern auch ein bisschen mit Leuten zusammengebracht haben, die schon lange dabei sind, viel gelernt habe von denen und dann angefangen habe, sogar dort die Praktikanten eigentlich. Oh, Entschuldigung, ich hatte mein Mikro an. Das hat Stefan jetzt überrascht, aber da hast du praktisch, kein Problem, da hast du praktisch so eine Art Mentoring dann auch schon durch einen gewissen Zufall erfahren sozusagen. Also neben deinen eigenen Skills, die du dann ja entwickelt hast, hast du dann auch nochmal die Möglichkeit, ein Upgrade zu erfahren, weil du dann sozusagen ja ein Mentor oder jemanden, der Ja, dazu kurz auf die Finger schaut. in Klammern setzen wir, ich hatte nicht richtig einen Mentor, der so wie ich das jetzt für meine Jungs mache, also mein Team, als Mentor da bin, täglich, sondern es war so, einmal im Monat hat man sich zusammengesetzt beim Essen und haben sie mal ein bisschen was erzählt oder per Mail habe ich mal was geschrieben, haben sie mir damals geantwortet. Aber das meiste, und das ist das, so wie du es auch gesagt hast vorhin, ich habe, ich glaube, 50 Blöcke, A4 Blöcke Notizen gehabt von meinen Trades-Analysen. Ich habe wirklich
ich sage mal, 1,5 Jahre, 2 Jahre nichts getan, außer zu traden, um so weit zu kommen. Und das war auch nur dann, dass ich mal den Anfang geschafft habe. Ja. Das ist das, dieser Irrtum, ich fange an zu traden und ich werde schnell reich. Oder jetzt einige Schüler haben gesagt, ich habe die Summen bei dir gesehen. Ja, das kommt nicht von heute auf morgen, Leute. Das muss man mal schaffen, auch wie ich live mit Ihnen im April gehandelt habe, auch im kurzfristigen Bereich. Das ist ein langer Werdegang. Dann wird man schneller, so wie du es richtig gesagt hast, ich brauche nicht mehr so lange, um Werte zu analysieren. Ich bin schneller in einem Wert drinnen, als andere den überhaupt angeschaut haben. Und dann gibt es Leute, die noch viel schneller sind als ich, weil die viel mehr Übung und Praxis und natürlich Erfahrung haben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und inzwischen sind die Märkte ja auch viel schneller geworden, viel aggressiver geworden. Da muss man eben viel üben. Wir sehen es an den Schülern sehr schön, die bei uns dabei sind länger, dass die wirklich sich verbessern. Während die denken, ich mache eine Woche und die 3 Monate und danach bin ich Profi, ja, dann zeigt sich eh das Ergebnis. Ne? Das ist ein langer Weg. Das ist, Trading ist ein Traum. Und ich habe auch einen Artikel dazu veröffentlicht mit der Presse. Das ist ein Traum, den man leben möchte, weil es gibt keinen anderen Job, wo es keine Limits gibt dafür. Es gibt keinen Job der Welt, den man eigentlich von zu Hause, vom Strand, von überall auf der Welt machen kann. Du kannst dich noch erinnern, beim letzten Live-Training haben wir das, hatte Janis erzählt, dass ich mit ihm im Urlaub war und wir ausgetradet haben, aber dazu gesagt, dass natürlich wir im Vorfeld, ich meine Werte schon analysiert hatte und in meinen Ordner reingegeben habe und dadurch nur noch den Trade eigentlich absetzen musste. Das heißt, organisatorisch umzugehen damit. Genau. Wir haben ja auch zum Beispiel so, dass jeden zweiten Mittwoch ich mit den Schülern mir immer einen rauspicke und mit dem so eine Mentalstunde mache. Und wir besprechen, welche Probleme und Schwierigkeiten die haben und mit bestimmten Übungen zum Beispiel daran arbeiten, dass sich das verbessert. Und diejenigen, die schon dran waren, haben auch eine deutliche Verbesserung gehabt. Und dafür brauchst du einen Mentor, jemanden, der die Erfahrung hat, um dir das zu zeigen. Weil Psychologie macht am Ende den Unterschied aus. Absolut. Der Kopf ist wirklich das, was auch die meisten eben daran hindert, erfolgreich zu sein, eben wenn sie dann von ihrem Pfad des Erfolgs abweichen, weil sie irgendwie emotionsgetrieben sind, Hoffnungen haben und dergleichen. Also das wirst du ja auch schon alles erlebt haben, denke ich mal, im Laufe deiner Zeit. Ne? Eben, deswegen ist es ja für mich nicht so, dass ich sage, ich sage es auch dazu, Leute, ich habe einen sehr schweren Weg gehabt. Ich habe nicht in dem Sinn jemanden gehabt, der jeden Tag mit mir gesessen ist, so wie meine Schüler, die jeden Tag betreut werden. Wir haben ein eigenes internes Forum, wo man miteinander kommuniziert. Wir haben Sessions, wir haben Mittwochssprechstunden. All das ist inkludiert. Also wir verlangen dafür nichts extra. Das ist alles bei uns dabei. Und ich bin allein gesetzt und musste wirklich auf den Tisch hauen, den Laptop gegen die Wand schmeißen. Ich habe alles hinter mir. Ich habe alle Fehler, die ich jetzt bei meinen Schülern sehe, selber hinter mir. Und das stehe ich auch dazu. Ich habe schon meine Wohnung durchsucht nach Kameras, die mich vielleicht filmen und mich jedes Mal deswegen ausstoppen lassen, Punkt genau. Wahnsinn. Aber das ist, ja. Das hat jeder professionelle Trader, der erfahren ist und mal irgendwann mal einen Punkt erreicht, hat diese Fehler auch gemacht. Entweder lernt er daraus und wiederholt sie nicht wieder oder er ist zu blöd und macht sie weiter. Und da braucht man entweder eine Hand dazu. Ich habe einen Vorteil, ich habe ein sehr gutes analytisches Denken, auch dank meines Studiums. Und konnte wirklich mit harter Arbeit das selber erarbeiten. Und wie gesagt, auch da, dort, wo ich bin, es geht noch höher, es geht noch weiter. Man kann noch viel, 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 viel besser werden, als wo ich bin. Ich bin wirklich nur ein Tropfen im Pool, wo man Wissen hat. Aber für mich reicht's. Ich habe meinen Weg gefunden. Ich bin zufrieden damit. Und deswegen bilde ich die Leute aus, damit die sich weiterentwickeln und das weiterführen, was ich mache. Und eben die Arbeit mache, dass ich nicht einmal mehr screenen muss, sondern ich glaube einfach die Werte der Schüler und der Kollegen. Und setzt einfach noch die Trades um. Das ist für mich jetzt die Faulheit in Person. Aber okay, schön, dass du so offen bist, Ali. Also das Respekt an dieser Stelle. Da wird dir in Anführungszeichen ja viel Arbeit abgenommen. Aber es ist natürlich auch gut, was du sagst. Du bist höher, schneller, weiter. Geht natürlich immer. Ja, ich meine Hochfrequenzhandel und was weiß ich nicht alles. Aber wenn du jetzt eben das gefunden hast, was für dich funktioniert und das passabel ist und du jetzt auch dann noch das Ganze weitergibst, das ist natürlich schon so ein Paket, wo man sagt,
wenn man damit leben kann, ja, und dann eben nicht die, ich sag mal, Gier nach noch mehr und schneller da sie einen ereilt. Also wie gesagt, du hast ja dein Setting gefunden und jetzt auch den Schluss gefunden, das weiterzugeben, und du siehst ja auch, dass es duplizierbar ist, ne? Ich meine, das Turtle-Experiment in den 80ern hat ja auch gezeigt, dass grundsätzlich die Basis schon mal vermittelbar ist dessen, dass man erfolgreich anlegen kann und handeln kann, aber meistens scheitert es dann eben tatsächlich an der Umsetzung, ja, und an der Psyche. Und dass ihr da, sage ich mal, so ein Mentoring sogar macht, also so eine Art psychologische Beschau dann immer mittwochs mal mit dem einen oder anderen Schüler, das ist schon extrem wichtig, weil wie gesagt, sowas gab es früher gar nicht. Und wenn dann nur im Hedgefondsbereich und, sagen wir mal, auch im professionellen Bankhandel gibt es das auch, dass die Trader dort natürlich vom Junior bis zum Senior-Level da verschiedene Episoden durchlaufen, und da gibt es auch psychologisches Training, weil das eben auch ein Riesenbestandteil von dem Ganzen ist, nach dem Motto, ich nehme jetzt den Laptop und schmeiße ihn vor die Wand, wenn man da einfach mal so gefrustet ist, weil man immer meint, der Markt ist gegen einen, wenn er einen hier stopmäßig abholt etc. Das ist wirklich ein Riesenerfahrungsprozess. Also ich habe auch die harte Schule, ich habe auch viel Geld eingezahlt, um an den Weg zu kommen, wo man dann sagt, okay, jetzt ist man... jetzt hat man zumindest seinen Weg gefunden, den man gehen kann, ohne jetzt hier Geld zu verlieren. Aber das ist wirklich ein langer Weg und ein Prozess der Zeit. Und ich sag mal, da schürst du auch hier keine Illusionen. Ja? Da bist du auch sehr offen in deiner Wortwahl. Nach dem Motto, wer hier das schnelle Casino-Modell sucht, der wird dann eben schnell des Platzes verwiesen, weil der ist fehl am Platz, beziehungsweise wird sich ohnehin schnell zeigen, dass der denn dann wohl nicht den erfolgreichen Weg einschlagen wird. Aber grundsätzlich, deine Schüler, die ATT-Trading-Idee als solche, gibt es eigentlich wie lange genau? Ich muss das jetzt nochmal nachfragen. Ist ja schon mehrere Jahre existent. Ja, jetzt seit 3 Jahren gibt es das Projekt. Mhm. 2014 habe ich das gegründet und zuerst noch in Zusammenarbeit mit dem Fonds, der damals noch mit mir unterwegs war. Und dann habe ich das getrennt und gesagt, dann mache ich einfach meine eigene Vermögensverwaltung, weil ich habe die Kunden, wir arbeiten ja nur mit der Bank momentan zusammen, die uns die Kunden schickt. Wir haben nur jetzt einen Schüler aufgenommen, der da in der Öffentlichkeit auch war, der sehr hohe Verluste, sehr großen Schaden erlitten hat. Und jetzt, damit er mal ein bisschen wieder Ausgleich hat und sieht auch, wie das vernünftig geht, haben wir ihn ausnahmsweise aufgenommen. Mhm. Und werden das auch dann veröffentlichen. Generell ist so, ich bin auch sehr, sehr extrem, weil wir dürfen nicht vergessen, das, was wir hier machen, wir kämpfen täglich gegen die Besten der Welt an, dass wir uns nicht das Geld wegnehmen und wollen eigentlich den anderen Idioten das Geld wegnehmen. So einfach ist das gesagt. Und ich habe auch zum Beispiel in der Schulung in Wien den Leuten klar gemacht, Leute, nicht jeder von euch wird es schaffen, weil ganz einfach jetzt schon sehen kann, dass einige von euch das die Ernsthaftigkeit nicht haben. Und ich sehe es auch an denen, die nicht regelmäßig an den Sessions teilnehmen oder die Videos anschauen, dass genau die typischen sind, die auch nicht aufpassen und das zu leicht nehmen, dass die dann untergehen. Und das liegt dann nur an den Personen selbst, weil ich stelle mich hin und sage, okay, du kannst kommen und sagen, da gibt es hundert Coachings und Schulungen und. Die werden ja inzwischen schon kopiert, aber nicht gut. Du kannst gerne mir einen einzigen Schüler von irgendwo, irgendwem zeigen, der erfolgreich ist wie meine Schüler. Habe ich bis dato nicht gesehen. Und so einfach ist es. Wenn ich sage, wer es bei uns nicht schafft, dann liegt es an dem selbst, dann soll er sich eine andere Beschäftigung suchen, weil dann ist das Traden nichts für denjenigen. Weil dafür sind alle außer meiner Person, von Stefan, von Felix, von Janis, von allen, die hier schon als Ausbilder tätig sind, sind alles Eigengewächs. Und wir haben so viele Schüler, die positiv gut unterwegs sind, die eine Entwicklung darlegen, der eine früher, der andere später. Wir haben weitere 6 Praktikanten im Juni, die dazustoßen werden und intensiver betreut werden, weil die natürlich andere Voraussetzungen auch mitbringen. Dafür ist der Erfolg zu groß, dass man sagen kann, ja, es funktioniert bei euch nicht. Es liegt nur an der Person selbst, weil was wir hier machen, ist nichts Neues. Ich habe nichts Neues erfunden, vielleicht ein paar andere Einstiege, aber alles ist eigentlich nur banal Know-how von was überall gezeigt wird. Jeder nennt es anders, der eine Trendhandel, der andere Markttechnik, der andere, keine Ahnung, Wellentheorie, was auch immer. Am Ende ist es einfach nur der Trend, den wir handeln und mit ein bisschen fundamentalem Wissen. Und die Ergebnisse, wie gesagt, sind da. Und da kann jeder kommen, sagen, was er will. Der Ali kann es nicht, der kann es nicht, ist auch egal. Am Ende zählt, was können meine Schüler, und die stehen dafür gerade. Und da habe ich bis jetzt niemanden gesehen, der mir das Gegenteil beweisen kann. Ne? Na, es ist auch die beste Visitenkarte, sage ich mal, und natürlich auch sehr offen. Und wenn man lange am Markt ist, weiß man auch, dass man zum Beispiel mit einem Drawdown in den Markt starten kann und trotzdem weiß, wenn man seinem System oder seiner Systematik vertraut, dass es auch wieder andere Phasen geben wird. Ne? Das ist natürlich hier keine exponentielle Kurve, sondern eben ein
ein Graph mit Höhen und Tiefen. Und da gehört natürlich das ein oder andere dazu, dass man da auch manchmal eine Zeit des Aussitzens braucht, beziehungsweise der Zeit der Wiederkehr. Und da ist es eben auch wichtig, dass man seinem Setup und seinem Können da vertraut. Und ich sage mal, ein gutes Beispiel ist es ja, wenn man das duplizieren kann, und das zeigst du ja auch. Es ist ja jetzt, wie gesagt, keine neue Disziplin, die du hier erfunden hast, sondern eben klassische Marktanalyse, sage ich mal, im Sinne des Trendhandels oder wie man es eben dann auch nennt, ja, oder verkauft. Aber grundsätzlich ist es natürlich dann auch wichtig, und das ist eben das Herausragende, dass man nicht allein ist. Allzu oft ist man ja allein mit seinen Entscheidungen, mit seinen Setups, ist am Überlegen, ist das jetzt richtig falsch? Und wie gesagt, damals bei mir zur Jahrtausendwende, da gab es überhaupt keine Mentoren oder sowas oder geschweige denn Webinare, wo man da irgendwie mal sich da ein bisschen was absaugen konnte. Das war schon wirklich schwierig und heute sensationell, gerade eben mit so einem Kurs oder auch mit einer Begleitung und als Team ist das schon eine viel, viel leichtere Geschichte. Und das Wissen weiterzugeben, ist ja, ehrt dich ja auch. Also ich meine, viele, oder du könntest ja auch selber jetzt mal, sag ich mal, mit deinem bisherigen Erfahrungsschatz, mit deiner Verwaltung, könntest du ja auch dich mehr oder weniger auf dem, ich will nicht sagen ausruhen, aber auf dem bewegen, wo du bisher geschafft hast, aber du willst das auch weitergeben und das finde ich auch sehr, sehr, sage ich mal, respektabel und auch dahingehend gut, dass du so eine Art Folge schafft, dann, sage ich mal, dir da aufbaust, die natürlich dann das beste Beispiel sind und der beste Beweis und da sind wir mit JFD in Sachen Transparenz und Fairness ja auch vorne dabei, wo wir einfach sagen, wir wollen hier nichts verstecken am Markt, wir wollen hier ganz klar nach vorne gehen und die beste Visitenkarte ist einfach das, wenn man eben Leuten tatsächlich das Training beigebracht hat, sodass sie in erster Linie kein Geld verlieren. Das ist ja schon mal die Grunddisziplin, ja, dass man schafft, irgendwo bei plus minus null rumzueiern. Und wenn man dann noch die Stellschraube umschlägt, um eben dann eine Erfolgsperformance zu erzeugen, dann ist es das Beste, was geht. Also wie gesagt, Hut ab, Ali, und danke für die reichhaltigen Informationen. Ich denke, der ein oder andere hier an den oder vom Zuschauer gereist, wird sicherlich da auch mit gespannten Ohren zugeschaut haben, aber das ist ja Sinn und Zweck des Live-Tradings. Geht jetzt hier nicht darum, dass wir im 5-Minuten-Chart dauernd Trades abfeuern, die der ein oder andere dann ohnehin nicht nachvollziehen kann, ja, nach dem Motto nur, komm, wir zeigen euch mal, wie cool das hier ist, am Markt irgendwas zu machen. Nein, das sind eben auch wichtige Informationen und so eine Art Traders-Talk, um eben auch mal zu gucken, hey, wie war denn die Geschichte, was ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Idee ATT-Trading, ja? Da kommt nur eine Kleinigkeit noch dazu, wie gesagt, damit man auch, ich sage immer, meinen Schülern denkt es logisch mit, ja. Ganz kurz nur, warum ich überhaupt, ich meine, wenn wir jetzt hingehen, ich sag immer, keiner macht das gratis, eine Schulung, ein Coaching abzugeben, sein Wissen abzugeben, keiner. Nicht aus Nächstenliebe, nicht aus Langeweile, nichts. Es ist ein Business, ja. Mhm. Wir machen das auch nicht, also ich hab's nicht gemacht, weil mir langweilig im Kopf war, weil wenn ich jetzt hingehe und nur mal die ersten Werte, die ich euch jetzt gezeigt habe, und wir gehen ja noch weiter, ich zeige gerne noch die anderen Werte, auch die Minus-Trades, zeige ich auch gerne, dann kommen wir auf Summen, die andere nicht in den nächsten 10 Jahren verdienen. Also kann es nicht der finanzielle Aspekt für mich sein, abgesehen davon, wie gesagt, dass hier so viele Leute im Team arbeiten, dass ich für knapp 2000 Euro in 3 Monaten ein Coaching mache. Das, glaube ich, ist logisch, dass es hirnrissig ist. Für das Geld könnte ich eigentlich zu McDonald's arbeiten gehen, hätte einen Stundenlohn dafür, was wir an zeitlichen Faktor hier einbauen. Ich mache es nicht gratis, in dem Sinne, sondern mein Ziel da ist, eine Community im Hintergrund zu haben, wo viele gute Trader unterwegs sind, wo jetzt schon ein großes Team langsam anfängt, die dann eben höhere Summen verwalten und die Arbeit machen, wie in einem Fonds, der genauso anfängt, klein anfängt mit kleinen Summen, mit kleinen Trader-Einheiten und dann wächst und irgendwann so groß ist, dass wirklich große Summen gehandelt werden können und ich verdiene dran, obwohl ich dann nicht einmal mehr vom Rechner sitze. Das ist natürlich der Hintergrundgedanke. Plus, ich habe das ja auch nicht zu irgendeinem Zeitpunkt gegründet das Unternehmen, sondern zu einem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, ich werde Vater und was ist, wenn mir Gottes Willen mal was passiert, weil vom Trading, da kann meine Frau dann nichts mehr davon haben, wenn ich nicht mehr da bin, aber wenn es ein Unternehmen gibt, wo die Trader das Geld verwalten können von mir, von meinen Kunden, dann ist immer was da und meine Familie ist abgesichert. Ja? Und wenn euch irgendwo ein Coach sagt, ich mache das nur, weil ich es gern mache, ich mache es gratis, kommt zu mir, kommt in mein Live-Trading hinein, ist alles gratis, aber geht zu dem Broker. Es ist immer Geld dahinter. Und wie gesagt, für einen professionellen Händler zahlen sich Schulungen nicht aus, weil das sieht man allein, wenn ich jetzt mal da durchgehen würde, was da für eine Summe am Ende im Gewinn ist, weil das verdiene ich nicht einmal im Jahr mit allen Schulungen zusammen, selbst wenn es netto wären und in meine Tasche gehen, ohne Steuern, ohne dass ich jemanden von der Administration bezahlen würde. Weil das habe ich ja schon alleine mit den ersten 5 Trades schon verdient, was ich in den ganzen Schulungen im Jahr nehme. Das dient dafür, eben das Projekt am Laufen zu halten, weil ein Forum kostet Geld, die Webinare kosten Geld, die Software kostet Geld, all das, was wir zur Verfügung stellen. Und
auch nachdem wir nächstes Jahr vorhaben, Büros zu öffnen, wo auch Schüler gratis hinkommen können mit dem Rechner, mit dem Laptop und mit Ausbildern zusammensitzen. Das muss alles irgendwo finanziert werden. Deswegen auch, dass wir es nicht gratis anbieten, weil auch natürlich, dann nimmt es keiner ernst. Ne? Und wie gesagt, wir schließen ja auch Mitte nächsten Jahres die Schulungen, so wie sie jetzt sind, weil wir schon ein Team haben und dann nur noch wirklich auf Spezialisten fahren gehen. Das nur dazu. Ja, sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, das ist ja auch eine wichtige Thematik, da mal eben ein bisschen auch hinter die Kulisse zu schauen. Aber jetzt haben wir den amerikanischen Markt gleich in 3 Minuten offen. Ihr habt irgendwas, ich glaube, das habe ich heute Morgen verpasst, eine Aktie, die, wie war das jetzt, die hat Zahlen jetzt schlechter Natur rausgebracht, wird jetzt mit einem Downgap kommen oder wie um was geht es da genau? Was wird da der Stefan gleich zeigen? Ah ja. Nee, da gibt es nichts zu zeigen. Wir hatten bis gestern noch einen Wert auf, der ist relativ gut gelaufen. Okay. Den hätten wir auch eigentlich rein aus technischer Sicht weiterhin haben können, aber dadurch, dass der jetzt BMO, also Before Market Opens, Zahlen gebracht hat, könnte der jetzt mit einem größeren Gap eröffnen. Deswegen gehen wir da kein Risiko ein, auch wenn wir schon Teilverkäufe gemacht haben. Ja, gerade bei Aktien sind der Gaps nicht ganz ohne. Also ich meine, da kann es mal richtig scheppern im Karton. Genau. Das ist schon etwas, das muss man auch wissen. Ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, Intraday-Handel und Positionstrading ist ja wieder zweierlei, zumal voriges eben 5 Tage die Woche, 24 Stunden läuft. Der Aktienmarkt hat seine Präsenzzeiten, wo es eben klare Closings jeden Tag gibt und dann eben natürlich immer die Gap-Überraschung. Ja? So Gap-Trading praktiziert ihr aber nicht. Es ist in den USA ja relativ beliebt. Das heißt, man hat ein Gap. Moment, ich kann ja gerne ganz kurz mal. Wir brauchen einen Bildschirm, glaube ich, sehe ich gerade. Genau. Gap Trading. Gibt es verschiedene Arten. Also einerseits Gap Close beziehungsweise andererseits Gap Fortsetzung. Also die Ansätze im Gap Trading sind natürlich vielseitig. Aber macht sie das auch unter Umständen? Genau. Also wir setzen uns nicht hin und sagen, okay, guckt mal, da ist ein Gap. Das handeln wir jetzt. Ja, also zum Beispiel. Wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend und der gapt jetzt hier oben und dann hast du ja schon, wie du gesagt hast, gibt es die Herangehensweise, ganz kurzfristig mit dem Gap zu handeln oder halt entgegen dem Gap. Also das machen wir nicht, das ist auch relativ sinnlos und vor allem spielt sich das ja im Aktienbereich auf den kleinsten Trendgrößen ab. Ja? Da möchte ich an der Stelle vielleicht auch mal mit einer Sache aufräumen. Wenn man wirklich große Summen verwaltet, ja, und man trotzdem pro Position ein gewisses Maß riskieren möchte von seinem Konto, dann geht man nicht so nah ran an den Markt. Also das heißt, dann geht man nicht so, also dann hat man ja im kurzfristigen Bereich, gerade im Aktienbereich, riesige Positionsgrößen und die viele Werte sind ja da auch gar nicht so liquide. Also das würde gar nicht funktionieren. Deswegen solche Sachen wie Gap-Handel, das da gibt es bestimmt so den ein oder anderen privaten Spezialisten, der das betreibt. Aber so wirklich richtig große Konten damit zu handeln, ist einfach hirnrissig und wird auch über kurz oder lang nicht funktionieren. Was aber trotzdem hin und wieder natürlich geht, ist zum Beispiel, wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend. Ja, der Wert eröffnet jetzt hier oben. Ja, und eigentlich ist das Ganze ja nichts weiter als die Bewegung dieses Trends. Und sollte der hier oben jetzt zum Beispiel mal so einen Umkehrstab bilden oder so, dann kann man sich das angucken, ob man hier die Korrektur handelt. Genauso gut geht das auch andersrum, indem man sagt, okay, das ist der Aufwärtstrend, der Markt eröffnet hier unten, was noch schöner wäre, weil wir dann zum Beispiel hier so eine Kerzen auf Tagesbasis in Trendrichtung handeln könnten. Und letztlich ist uns das relativ egal, ob da jetzt hier nun ein Gap war oder nicht. Wichtig ist, dass dieses Gap letztlich ja eigentlich nur Bestandteil des Trends ist. Unser Trend wäre hier unten gebrochen und ja, da würde es dann in diese Richtung weiter nach oben gehen. Ja, man darf sich da auch nicht zu sehr verunsichern lassen. So ein Gap kann natürlich auch eine herausragende Chance sein. Das ist richtig. Ich meine, Aktien selber ist bei mir lange, lange her. Bin, wie gesagt, da relativ eingeschossen auf den Marktbereich, eben Währung. Aber im Grunde genommen haben Aktien hier durchaus ihren Charme. Also da ist es natürlich mit den Gaps hat es natürlich seine Herausforderung. Ich habe jetzt gerade noch zu stehen hier 1, 2 Fragen. Und zwar der Alexander fragt, ist vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer auch in dem Kontext interessant, ob man über ein Konto mit uns jetzt den Agena Trader nutzen kann und auch Guidance. Ja, das ist möglich. Also die Konten sind synchronisiert.
das kann man tun. Also ihr kommt mit eurem Account praktisch oder könnt ihr euch dann auch auf Guidance auf der webbasierenden Plattform einloggen. Agena Trader ist ja eine Software, die ihr braucht. Das ist ja auch wirklich eine Software, wo ich sagen muss, Hut ab in Sachen dessen, was die Software kann. Also das ist wirklich etwas, das hätte ich mir früher gewünscht, mit so einem Tool zu arbeiten. Und wie gesagt, das geht aber in der Kombination, Tatsache. Ja. Ihr müsst nur schauen, auf welchem Surfer ihr seid. Ja, also Surfer 1 müsste es dann sein, von der Zuweisung her eures Accounts. Aber das, wie gesagt, mit dem Kundenservice dann im Time erklären, es sollte oder ist aber möglich, meines Erachtens. Ja, ansonsten positives Feedback durch die Bank weg. Das ist sehr, sehr schön. Wie ist der Status? Die Aktie TDG hattet ihr in der Marktanalyse wahrscheinlich des Morgens. Wie ist da heute der Status? Okay, die US-Märkte haben eröffnet. Können wir mal sehen, was da jetzt noch so an Informationen kommt. Ich sehe gerade den Katjen bei dir auf dem Schirm, Stefan. TDG hatten wir analysiert. Okay. Ah, ja. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, aber man sieht hier schon, es ist ein Abwärtstrend. Korrektur, nächste Bewegung, das Tief war jetzt nicht besonders schön, hat sehr stark korrigiert. Wir sind jetzt hier auch unten auf diesem Level angekommen. Ja, natürlich könnte jetzt hier die nächste Bewegung anstehen, aber für mich wäre das jetzt nicht so ein interessanter Wert, ja, persönlich, weil mir gefällt das Kerzenbild nicht. Wir haben hier sehr viele Gaps, wir haben sehr viele kleinere Kerzen, wir haben sehr viele Ausreißerkerzen. Und wir wollen ja sauber untergeordnet dann im Idealfall auf Stundenbasis handeln und da wirklich dann eine saubere Stop-Verwaltung hinzubekommen bei so einem Wert, der ständig hier ausreißt. Ja, da bin ich dann wirklich, habe ich einen hohen Anspruch an meine Werte. Den aber auch du zu Recht haben solltest. Also wie gesagt, das ist, also da sollte man natürlich, was haben wir hier, Katjen geht ein Stück weit nach oben, ja. Ja. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass das Ding jetzt trotzdem, trotz des Wiedereinstiegs fliegt. Ja, ist so. Klar, hatte ich auch klar. Vorher gesagt, ist ein riskanter Trade. Mhm. Und ja, wir können ja mal gucken, was an den Märkten jetzt los ist. Also Dow Jones, aufwärts gerichtet, hatte ich gesagt, hier in den Innenstäben, seitwärts, morgen die Arbeitslosenzahlen aus den USA. Und der läuft jetzt hier weiterhin seitwärts und ich gehe eigentlich davon aus, dass da nicht mehr viel passieren wird heute. Eventuell geht das Ganze hier nochmal runter in diese Range rein. Den Nasdaq, ja, der verhält sich ähnlich. Da hatten wir ja den Trade von Ali, den er vorhin erklärt hatte. Und ansonsten, ja, sehr verhalten die amerikanischen Märkte. Alles wartet wieder auf die Zahlen, dann gibt es wieder kurze Bewegungen und dann darf man sehen, wo die Reise hingeht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, nahe Allzeithochs ist natürlich immer spannend, was da abläuft. Jetzt, was macht denn eigentlich dann der Daxle, der ist ja noch vorn, ne? Der ist ja gut im Gewinn, Amerikaner leicht vorn. Ja, man darf mal gespannt sein, wie die Geschichte ausgeht. Also vom Yen her, ich nur so, erblickt eben der ist schon massiv schwach. Das hängt natürlich auch mit den starken Aktienmärkten zusammen. Der fährt da hier einen doppelten Boost sozusagen. Und das ist natürlich immer wieder eine Situation, die man auch spielen kann. Ne? Aber wenn der Markt natürlich dann korrigiert, dann kehrt sich das wieder um. Aber das ist immer so ein gewisses Abwägen der Situation. Also jetzt hier hat Yen eines der Paare, die hier doch schon deutlich zurückgekommen sind und noch nicht ganz so bullisch aussehen wie das eine oder andere. Ja, wir werden es sehen. Es war ja eine Idee, eine Handelsidee. Wir wollten ja auch was Aktuelles handeln. Absolut. Wir schauen mal, was heute am Nachmittag noch passiert. Vielleicht noch mal ganz kurz dieses Thema aufgegriffen, was dein einer User da geschrieben hatte, dass er sein Konto, glaube ich, verbrannt hat. Ja, das, also wie gesagt, war ein recht frischer Kamerad, der sich, also wie gesagt, fein, dass er sich dann im Stream auch so meldet, weil die Masse der Leute ist auch ähnlich hier, sind ja stille Leser und Zuschauer und wie gesagt, wer da recht frisch am Markt ist und dann gleich so ein bisschen drauf loshaut oder schreibt, das ist erstmal respektabel, aber ich sag mal, in der Tat scheint es so, als wäre das Konto platt gewesen. Ich hoffe, dass es kein großes Konto war, dass es einfach ein Lehrgeldkonto war in dem Zusammenhang, aber was hast du da für eine Ansage oder eine Idee? Ja, eine Sache, die man als Anfänger unbedingt verstehen muss, wenn man an die Börse geht, was möchte ich da eigentlich machen? Möchte ich Trader sein, also wirklich das, was die meisten unter Trading verstehen, dann gibt es dafür eigentlich auch ein anderes Wort, das nennt sich Positionstrading. Und da geht es immer darum, Wertpapiere mit Stop-Loss zu handeln, also immer mit Stop-Loss und dementsprechend auch mit einem
Risiko- und Money-Management. Und das ist eigentlich auch natürlich auf der einen Seite der Vorteil, aber auf der anderen Seite auch der Nachteil, weil wenn dieser Stop-Loss geholt wird, dann realisiert man die Gewinne bzw. die Verluste sofort. Und das ist natürlich auch der psychische Faktor, der so anstrengend ist und womit die meisten Leute scheitern. Also wenn man sich entscheidet, wirklich Trader zu werden, Positionstrading zu betreiben, dann mit Stop-Loss. Man muss dann regelmäßig auch Verluste hinnehmen, aber man hat dann nicht irgendwann einmal den großen Verlust und dann ist das Konto weg. Exakt. Aber das mit den Verlusten, das ist eben genau der Punkt, wo der Mensch in Panik oder Angst verfällt, weil wir sind ja nicht dazu gebaut, sage ich mal, falsch liegen zu müssen oder ich sage mal, immer wieder die Ohrfeige zu bekommen nach dem Motto, du hast hier einen Fehler gemacht. Deswegen ist ja gerade das im Trading die große Herausforderung, sich da so ein Stück weit abzuschirmen vor. Und meistens passiert das eben, wenn man zu große Positionen fährt und sich eben zu emotionalisiert mit irgendwelchen Trades, weil man dann eben einfach eine Verbindung eingeht, die man gar nicht beeinflussen kann. Und wenn es dann eben eine Ohrfeige im Sinne eines Stopps gibt, sofern man ihn denn überhaupt gesetzt hat, das Katastrophale ist eben, wenn man natürlich dann ohne Stopp reingeht und dann, sage ich mal, auf sein Glück hofft. Und das Prinzip Hoffnung gehört dann eher in die Kirche als an die Märkte, weil wenn das Hoffen beginnt, das kann ich euch so aus der Erfahrung heraus sagen, sobald ihr irgendeinen Trade habt und ihr kommt und der Gedanke der Hoffnung kommt auf, dann ist es fast schon zu spät. Dann sollte man am besten sofort aussteigen, weil Hoffen führt meistens nur zu einem und das ist, wenn man keinen Stopp hat, wahrscheinlich der Knockout des Kontos oder aber natürlich dann der zwangsläufige Stop-Loss, der einem dann aber vor größeren Verlusten bewahrt. Das ist eben wirklich so die Ohrfeige, der Verlust, der Stop-Loss, den muss man einfach abhaken, wegstecken können und dann sich auf den nächsten Trade konzentrieren. Ja, im Prinzip haben wir hier Linien, Rechtecke, Preisbewegungen und da muss man einfach seinen Weg finden, um da eben auch einen Ausstieg zu handeln und da eben aber auch mitleben und das ist the part of the game, dass man eben einfach auch mal verlieren wird und muss. Also das ist wirklich das, wo eben viele Einsteiger dann auch ein Problem mit haben und sich auch gar nicht am Anfang damit beschäftigen. Deswegen zumeist eben einer der größten Fehler. Man sagt ja auch gerne, ich zahle mal schnell 500 Euro ein, dann ist es ähnlich vergleichbar wie mit solchen Pokerseiten. Ja, ich meine, da wird auch großes Geld verdient, aber nicht auf Seiten der Pokerspieler, sondern eben auf Seiten der Anbieter, weil man eben mal schnell 100 Euro einzahlt, 200 Euro einzahlt oder eben hier beim Forex CFD-Trading mal 500 und man versucht es eben mal. Ja, geht aber schon mit der völlig falschen Grundeinstellung rein. A, nicht vorbereitet, B, Spielcasino-mäßig, ich gehe heute mal long, morgen mal short, aber ohne eben irgendwelche Absicherungsmechanismen oder sich überhaupt klar darüber zu sein, wie lese ich denn eigentlich einen Chart. Also was sagt mir der überhaupt? Und da ist Ausbildung, wie gesagt, das A und O. Und Ali hat da seinen Weg gefunden. Stefan, Frage an dich, wie bist du zum Trading gekommen? Ich meine, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das ist für mich jetzt Neuland. Ich weiß gar nicht, du bist ja schon einer der Früheinsteiger in das ATT-Team. Wie bist du dazu gekommen jetzt mal? Also bei mir hat sich das so über meine Jugend aufgebaut, sage ich mal. Ich hatte natürlich viele Hobbys früher und habe aber trotzdem immer auch mit meinen Freunden darüber nachgedacht, wie wir selbstständig Geld verdienen können. Und da ging schon, sage ich mal, damals als ich so 18 oder 16 war, schon der ein oder andere Aktionär mal durch unsere Hände. Da haben wir uns schon mal so ein bisschen damit befasst. Ich bin mittlerweile 30. Und ja, dann ist das immer mal wieder so ein bisschen im Sand verlaufen. Ich hatte mich immer dafür interessiert. Mein Vater hatte dann selbst auch mal ein Konto bei Cortal Consors, wo ich dann auch ein Konto mal eröffnet habe mit wenigen 1.000 Euro, glaube ich. Und das war direkt nach der Finanzkrise. Oh. Da bin ich dann, habe ich dann die ersten Werte mal gehandelt. Das war so Citigroup, Commerzbank und ja, so ein paar Bankenwerte, Semiconductor. Hast du Tipps von Ali geholt damals praktisch? Nee, so ein bisschen hatte ich mich damals auch schon beschäftigt. Also ich hatte hier schon Murphy, hatte ich auf jeden Fall schon als Buch zu Hause. Und wusste schon so in etwa, was ein Trend ist und so weiter. Und damals habe ich natürlich auch damit so ein bisschen Geld verdient. Also, aber dann ging es relativ schnell los, dass ich angefangen habe, CFDs zu handeln. Ja? Und oha. Das ist ja normalerweise, kann man ja heutzutage sagen, wenn man dann anfängt, den DAX zu handeln als Anfänger, so ja, nicht so ganz so einfach. Ja? Nee. Und da bin ich dann auch mit ein bisschen mehr Geld reingegangen und habe das dann alles relativ schnell platt gemacht. Das Ganze hat sich dann natürlich trotzdem über 2 Jahre ungefähr hingezogen. Ich hatte dann letztlich auch so ein bisschen die Nase voll, habe dann auch mal Abstand genommen, mindestens ein halbes Jahr und bin dann durch eine Verbindung eigentlich zu Ali gekommen, der damals noch in einem Fonds gearbeitet hat, für den er damals auch noch Talente gesucht hat.
Und da bin ich dann quasi so ein bisschen erstmal in sein eigenes Programm gekommen, der Ausbildung, zusammen mit ein, zwei Kollegen, die heute immer noch da sind und hier auch Händler sind. Und ja, Ali ist dann weggegangen von dem Fonds. Ich habe es dann da auch geschafft, aber wie gesagt, er ist weggegangen und das hat dann nicht mehr gepasst. Und wir haben, beziehungsweise Ali hat sein eigenes Projekt gegründet. Und so bin ich jetzt mittlerweile seit 3 Jahren bei ATT. Ja, am Anfang noch als Schüler, jetzt eigentlich als jemand, der mit die Fäden zieht, ja, der sich auch sehr gut entwickelt hat. Und ja, das Händlerteam führt in der Vermögensverwaltung und so weiter. Und nach oben hin ist noch sehr, sehr viel Luft, Christian. Ja, also da wird noch einiges kommen. Sehr schön, das höre ich alle noch. Auch wenn wir jetzt schon nur noch von, sage ich mal, aus unserem eigenen Büro von zu Hause aus arbeiten, was schon absoluter Luxus ist, dass man zu Hause vom Traden, sage ich mal, leben kann, ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Also da geht noch einiges. Das höre ich ja gerne. Wie gesagt, da bin ich mir auch ziemlich sicher bei euren Visionen, die ihr da habt und pflegt und hegt. Und wie gesagt, mit Ali habt ihr da ja auch so ein Frontier, der da praktisch alles platt macht, was da im Weg steht. Und das ist auch gut so, weil man natürlich da auch ein Standing braucht. Aber interessant zu hören, wie du den Weg da eingeschlagen hast und letztlich praktisch so eine Art, sag ich mal, visionisierte oder visualisierte, das ist das bessere Wort, Vision im Sachen irgendwie leben können, irgendwie handeln von, irgendwie aus dem Hobby einen Beruf machen können. Bist du dann mehr oder weniger reingerutscht und jetzt schwupps da gelandet und ich sag mal, mit 30 da zu sein, wo du jetzt stehst, das ist schon mal ein Standing. Ja, also ich meine, gibt nicht viele. Ich meine, da waren auch viele glückliche Umstände, dass du Ali getroffen hast, da in die Ausbildung gekommen bist, etc., etc. Aber finde ich auf jeden Fall, danke mal für die Skills und das kann der eine oder andere ja sicherlich auch mitnehmen. Aber unterm Strich auf den Nenner gebracht ist es immer, ihr merkt das ja auch, ein Prozess der Zeit. Ja, also innerhalb von 3 Monaten hier zum Supertrader zu werden, das ist schlichtweg unmöglich, will ich nicht sagen, ja, wenn man hier dann, sage ich mal, sich sein Hirn jeden Tag 24 Stunden mit irgendwas suggeriert, aber das macht kein Mensch. Letztlich muss man viel, viel mehr Zeit investieren. Das ist wie eine Berufsausbildung oder wie ein Studium, ja, und man muss wirklich lernen, mit den verschiedenen Marktsituationen umzugehen. Am Bullenmarkt können alle Geld verdienen, ja, in Anführungszeichen Long Only, wird kaufen und halten einfach, aber wie ist es denn in Seitwärtsmärkten, wie ist es denn in Shortmärkten? Das sind Erfahrungen, die kann man nicht innerhalb von 3 Monaten sammeln, das braucht einfach Zeit. Welchen Bildschirm sehen wir eigentlich jetzt hier? Das ist Ali sein Laptop, oder? Genau. Ja, also ich habe es jetzt geschafft, mein Future-Konto endlich reinzukriegen. Das ist natürlich auch sehr schlecht reingekommen im Wert. Aber weil wir gesagt haben, wir machen Live-Handel, probiere ich es mal. Wir sind gerade beim Dow Jones auf der Nulllinie. Generell die Werte sind alle sehr ruhig, aber ich bin schon mal rein. Ich habe schon mal den Gewinn abgesichert. Ich habe das ein bisschen mehr vergrößert, damit ich jetzt nicht mehr viel riskiere. Werde den Stopp dann auch ein bisschen anders verwalten als sonst, weil das natürlich, jetzt man sieht es auch, Orderbuch ist nicht sehr voll, nicht gerade am saubersten läuft. Ich probiere es halt. Natürlich Money Management bedacht. Es ist ein kleiner Stopp, das heißt, es ist für mich natürlich angepasst. Und ihr seht, das ist jetzt schon Intraday-Handel. Also ich sage mal, schwieriger kann man es sich nicht machen, Leute. Ich habe kaum eine Verbindung, schon gehe ich rein. Ich sage immer, ich kann fast alles handeln, wenn ich weiß wie und Money Management im Griff habe. Und das ist jetzt mal der erste Wert, der ist jetzt sozusagen für mich im schlimmsten Fall plus minus null. Also riskiere ich nicht. Wenn er nicht tiefer geht, werde ich dann manuell mehr rausnehmen, weil das dann einfach aufgrund der Situation morgen und auch Draghi redet um 18 Uhr irgendwas, werde ich wahrscheinlich jetzt schon was rausnehmen, weil für mich sieht es aus, als würde das Ding eben nicht runtergehen. Also nehme ich mal lieber schon mal ein bisschen mehr mit und lasse dann auf jeden Fall nur noch, also kein Verlust mehr zu. Das ist mal der erste Trade und den S&P habe ich dann auch gleich gemacht. Da verschiebt sich immer der Stopp da, ist auch da oben. Also da sieht man auch nicht viel mehr Bewegung. Es ist jetzt, wie gesagt, ich bin gerade rein, sonst ist da oben gehandelt, wo man eigentlich mein Stopp liegt, weil das ist für mich mein Handelsansatz. Den kennen ja die Jungs von mir. Aber ich habe es jetzt geschafft, das Ding anzuschließen. Und ich sehe sofort am Orderbuch hier, dass das Orderbuch in S&P 500 nicht das Typische ist, weil da sollten wir 16.000 bis 20.000 durchschnittlich sein, ist es auch nicht, deswegen werde ich da wahrscheinlich den Trade auch schließen, weil wir können ja da nicht herum warten, bis das Ding korrigiert und dann am Ende doch ein Minus macht, auch wenn es Intraday ist und wir eigentlich die anderen Werte haben, möchte ich trotzdem da nicht zu lange drin sein, ich warte noch, man sieht, ich habe meinen Alarm drinnen, sollte was passieren, bin ich dabei, zieht den Stopp hinterher, sicher ein bisschen anders ab, als wir es beibringen, aber das ist ja, wie gesagt, nicht jetzt das sauberste Setup. Normal hätte da oben gehört,
Aber wie gesagt, ich habe zu lange gebraucht, endlich die Software anschließen zu können. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Ne? Und da sehen wir schon, läuft schon ein bisschen mehr an. So, da sehen wir auch den Alarm. Das heißt, jetzt im Dow Jones. Und das ist der Punkt. Ich habe schon was rausgenommen. Da brauche ich nicht jetzt traurig werden. Mein Gott, ich hätte ja mehr mitnehmen können. Sondern nein, es geht immer darum, das Risiko aus dem Wert rauszunehmen, ne? und den zu handeln. Ja, und dann eben, wie hier, der Trade ist für mich in dem Sinne schon abgehakt. Ich werde auf jeden Fall mit Gewinn nach Hause gehen. Jetzt geht es für mich nur noch darum, den Wert zu handeln und dann noch den DAX, den ich auch gehandelt habe, der sich momentan nicht bewegt. Und deswegen ziehe ich den Stopp auch wesentlich enger. Und sollte er dann nicht runtergehen, habe ich damit einen kleinen Verlust, aber auf jeden Fall durch die anderen einen Gewinn. Zur Frage, die kommt wegen Distor. Distor hat mit Gap in unsere eigentliche Richtung aufgemacht, also ist richtig abgestürzt. Ich kann sie leider hier nicht zeigen. Vielleicht schafft es der eine oder andere vom Team, die Store aufzurufen. Ich weiß nicht, warum das hier bei mir nicht funktioniert. Wie gesagt, ich habe heute nur technische Probleme und hat die Tiefs erreicht, richtig runter. Wäre schön gewesen, wenn wir drin gewesen wären. Das kommt jetzt die erste Aussage, aber da kann ich nicht auf mein Team schimpfen, dass sie das rausgenommen haben, weil das ist genau die Sache. Hätten sie es nicht rausgenommen und das Ding hätte genau diese Bewegung jetzt in die andere Richtung gemacht, hätten wir jetzt einen minimalen Gewinn und wir wollen lieber mit einem großen Gewinn aussteigen und den nächsten Wert handeln. Und das ist der Punkt. Wir zocken nicht, wir riskieren nicht, wir nehmen die Gewinne mit, weil die Earnings sind viel zu kompliziert und die Gefahr bei dem Wert, dass das mal größer durch die Decke geht, ist viel zu groß. Ist Pech, das gehört dazu, aber lieber das Risiko rausnehmen und versuchen, sauber weiter zu handeln. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber interessant, dass du hier auch gleich mal abgefeuert hast, Ali. Und das ist so eine, sag mal, dass deine Vorgehensweise, dass du die Stunde und die 10 Minuten dann, 10 Minuten. Genau, das ist Future-Handel, das ist ein sehr kurzfristiger Handel. Natürlich mit dem Gedanken, dass da, wie gesagt, das Volumen momentan, wir sehen es, es geht ein bisschen, ist immer noch nicht wirklich höher, nicht auf meiner Seite ist, wenn wir dann hingehen. Die Aktien und Co., wie gesagt, wir können ja dann gerne nochmal weitergehen, ich weiß nicht, wo wir gerade waren. Zum Beispiel, das ist auch ein fundamentaler Trade von mir, die Caterpillar, die bin ich schon öfters dieses Jahr in den Markt gegangen. Das ist bitte nicht Gap Close, was ich gehandelt habe, ja, das zum Thema, man sieht hier, der ging nicht höher, hatte diese Sideways Range, die Zahlen waren unglaublich gut, ist nach oben gegangen, dann gibt es ja das typische Sell-on-News, das ist am nächsten Tag passiert, dass das umgedreht hat, an einer signifikanten Stelle habe ich geschortet, ich habe natürlich die Size klein gehalten und jetzt sieht man, läuft es auch in meine Richtung. Wie gesagt, ich handle die Umkehrkerze als Signal nach den Zahlen und nicht bitte Gap Close. Ja, das ist keinesfalls ein Gap Close Trade von mir, sondern ich will hier einfach nur das handeln und wenn nachdem das er weiter anläuft, werde ich noch einen weiteren Teilverkauf machen, den Stopp im Gewinn absichern, das war's. Und wie gesagt, ihr seht, viel stressfreier, viel sorgenfreier, alles was man hier handeln kann, ja, also auch mit der Währungspaare, auch der KDN läuft bei mir ein bisschen länger. Wir haben ja auch hier andere Werte. Also dauert halt alles ein bisschen länger. Minus-Trades haben wir auch. Gehört genauso dazu. Die sind ja ganz unten, damit ich die im Blick habe. Sehen wir auch hier ein Minus-Trade. Wir sehen auch hier, die Langsys ist ein Minus-Trade. Ja, doch nicht. Also kämpft gerade, ist noch nicht aufgegangen. Das kämpft auch noch gerade, ist auch noch nicht aufgegangen, war aber noch im Minus. Aber ich suche noch einen Minus-Trade, damit es nicht heißt, der hat nur Gewinn-Trades. Und dann schauen wir uns das an. Wie gesagt, jetzt sehen wir, dass der Trade, der jetzt gerade aktuell läuft, weiterläuft. Das heißt, ich kann auch hier hingehen und sagen, ich sichere einen Teil ab auf jeden Fall, habe kein Risiko mehr im Markt. Ich mache das auch alles händisch, wie es jetzt ganz old-fashioned, weil ich nicht das Programm für mich arbeiten lasse. Und zieht das ein bisschen anders hinterher. Wie gesagt, das ist die Nulllinie, sollte doch ins Plus drehen, sehe ich das ja. Und Dow Jones habe ich ja, da gehe ich sogar so weit, dass ich jetzt schon hinterher ziehe, weil ich arbeite mit Pivot Points zusammen. Und somit ist der Trade auf jeden Fall nicht im Gewinn. Und den DAX schauen wir uns an. Der DAX läuft jetzt auch an. Nicht viel, aber schauen wir mal an. Vielleicht läuft er noch weiter an. Ich meine, in so kurzer Zeit kann ich nicht noch mit Trades jetzt rausmachen. Warum? Weil erst muss der im Gewinn abgesichert sein. Und wenn ich jetzt dann den S&P auch komplett im Gewinn abgesichert habe, würde ich dann eventuell vielleicht noch einen anderen Index haben. Das ist eben auch Money Management, dass ich nicht in alles hineinspringe und da herumhandle.
Da sehe ich auch Martin Gapbell. Ich hoffe, du hast den richtigen Namen bei der Anmeldung geschrieben. Ich sehe da gerade, er hat sich schon für die Schulung angemeldet. Bitte noch dazu, für die Schulung anmelden, sollte jemand JFD-Kunde sein. JFD übernimmt 10% der Kosten für Kunden von JFD oder die, die es werden wollen, müssen über unsere Homepage sich anmelden. An bei JFD, die kriegen da 10% Nachlass. Also nur dazu, das verstecken wir nicht. Dann die Frage Orderbuch. Ja, Orderbuch ist das Thema am ersten Tag. Warum, wieso? Das ist ja wichtig für den kurzfristigen Handel, den ich ja gerade hier mache. Da muss man das Orderbuch kennen. Natürlich auch aufgrund des Trends, aber natürlich auch Orderbuch, Times und Sales List, Volumen. Das muss beachtet werden im kurzfristigen. Und wenn ihr auch CFDs handelt, das spiegelt ja den Kassamarkt. Da hängt es erstens einmal davon ab, bei welchem Broker ihr seid. Und wir haben die Partnerschaft mit JFD, weil wir die natürlich geprüft haben, genauso wie JFD uns psychisch fertig gemacht hat und geprüft hat, bis zum geht nicht mehr, machen wir das genauso, weil wir empfehlen nichts, was wir nicht selber handeln, wo wir nicht selber sind und wo wir nicht überzeugt sind, dass die Sachen sauber funktionieren. Es gibt Broker, die andere Kurse stellen, wir vergleichen alle Kurse von den Brokern vorher miteinander, um zu sehen, wo ist der Kassakurs wirklich bei dem Broker. Und auch nicht, dass so Sachen sind wie webbasierende Programme, die immer wieder komischerweise dann ausfallen und die man dann nicht handeln kann. Also auf solche Sachen muss man auch achten. Das ist auch Teil der Intensivwoche, dass wir erklären, was ist Software, was ist Datenfeed, was macht den Unterschied beim Broker, was sind die Produkte, die ich handeln kann und warum brauche ich dann denjenigen Broker. Also das sind so Themen, wenn ich die nicht beherrsche, brauche ich nicht kurzfristigen Handel, auch nicht im Großen. Also ich zeige euch jetzt hier, wie ich große Werte handle. Ich zeige euch auch, wie ich im Future-Markt in kleinsten Trendgrößen handle. Also ich weiß nicht mehr, kann ich eh nicht mehr machen. Ich meine, der Markt muss ja natürlich mitspielen, aber auf jeden Fall gehe ich heute nicht essen, weil ich habe auf jeden Fall heute Geld verdient. Und darum kommt es am Ende an. Nicht nur im Kleinen, sondern, und das sage ich noch dazu, Leute, das ist das entspannte Traden. Wie gesagt, wenn ich alles durchgehe, sehen wir das hier bis auf 2-3 Trades, hat sich sogar der eine gedreht. Alles im Plus ist, wie gesagt, da kann man ja unterschiedlich herum, das dauert halt ein bisschen, weil durchs GoToWebinar wird das alles sehr langsam. Können wir gerne später noch durchgehen, ja, warum, wieso die Trades sind, sind alles auf Trends, sind alle nachvollziehbar für meine Schüler und darum geht es ja, wir traden hier nicht irgendwie Zaubergeschichten, sondern Sachen, die nachhandelbar sind. Ne? Und wir sehen jetzt, es kämpft da am Pivotpunkt herum, da hoffen wir, dass er ein bisschen tiefer geht, dann kann ich den Stopp insgesamt hinterherziehen. Und dann schauen wir mal, was macht der DAX. Der müht sich noch, die europäischen Märkte sind momentan stärker, weil die Wahl gestern, und darum hängt es auch ab, Macron viel besser abgeschnitten hat als die Le Pen. Das hat den Euro und den europäischen Markt beflügelt. Sollte Macron auch gewinnen, kann es auch am Montag sehr volatil werden, nach oben gehen und danach geht es runter. Gino schreibt, jetzt im Nachhinein, du hast dich schon angemeldet, jetzt im Nachhinein 10% Rabatt. Schreibst du bitte der Margarita, also du schreibst eine Mail an die Office zur Margarita, die wird dir dann antworten und eine Lösung für dich finden. Ja? Wenn nicht die 10% Rabatt, kriegst du dann einen Monat drauf oder sowas. Also das machen wir schon irgendwie, dass du nicht blockiert stehst. Aber wie gesagt, muss das Konto eröffnet werden. So, da sehen wir auch, wo ist das jetzt hin? So, S&P 500. Ja, läuft ja wie am Stillchen, Ali. Das war ja wie beim letzten Mal fast schon. Das ist ja fast schon, als würden wir das hier provozieren, dass die Trades dann immer so gut anlaufen. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Tage und du hast ja vorhin auch Verlusttrades gezeigt. Aber im Prinzip wird das Risiko, was du ja auch eingegangen bist, in der Tat eben belohnt. Und warum auch nicht? Ja, das ist der Punkt. Ich meine, ich gehe so weit und sage, ich habe von einem Monat zwei Minustage, wo ich im Minus abschließe und aufhöre. Das klingt für den einen oder anderen unglaublich. Ich sage aber dazu, dass die Profis bei JP Morgan im Quartal, und die handeln Milliarden, nicht wie ich, ein paar Euros, haben viel schlimme, größere Probleme, ihre Summen in den Markt zu kriegen. Und die haben zwei Minustage im Quartal höchstens. Also da sieht man schon, da ist ein Riesenweg nach oben. Wenn ich schon sage, im Monat habe ich nur maximal zwei Minustage, was haben die da für Minustage? Und Minus mache ich genauso. Warum so wenig Minustage? Weil ich natürlich durch den Wiedereinstieg, der natürlich koordiniert ist und nicht blindlings ist, mein Geld dann wieder reinhole.
Das macht halt viel aus. Wir haben das letztes Mal, wie du richtig sagst, habe ich Live-Trades vor der Nase der Leute aufgemacht und haben gut verdient. Jetzt habe ich 3 Trades am Laufen. Also es kann ja nicht nur Zufall sein, es muss auch irgendwas dahinter stecken. Wie gesagt, wir haben ja auch noch die anderen Werte, also das sollte doch alles passen irgendwo. Gut, wir können das ja mal laufen lassen und gehen vielleicht noch zu wem anderen, dass nicht nur der Adi seine Sachen zeigt und man kann auch Fragen stellen, wie gesagt, versuchen die Fragen. Danke auch an Jonas, der sich da schöne Worte hinterlässt, dass ich da die Trades zeige. Wie gesagt, es dient als Motivation. Angeberei, glaube ich, soweit mich die Leute kennen, tue ich nicht, weil das große Geld verdiene ich nicht hier. Mein großes Geld verdiene ich mit meinem Kundenkonto, das ein großer 7-stelliger Betrag ist, das ich verwalte. Und den verwalte nur ich, weil das mein erster Kunde ist, den ich damals bekommen habe durch die Bank. Und als Treue zu ihm, weil er mir vertraut hat damals, habe ich ihn behalten. Die anderen habe ich abgegeben, weil ich mich natürlich um ATT kümmere. Und das sind aber dann ganz andere Summen, die dort verdient werden, wenn man da seine Provisionen bekommt. Aber das dient als Motivation. Was kann man im Eigenhandel verdienen, wenn man sein Konto vernünftig nach Jahren nach oben tradet? Wie der gesagt, das Konto existiert ja schon bei mir seit mittlerweile 10 Jahren. Natürlich nicht die ersten 10 Jahre im Gewinn, aber doch jetzt die letzten 7, 8 Jahre. Also das gehört auch noch dazu. So, wer ist denn noch da vom Team und schläft noch nicht und würde gerne auch was machen? Die sind alle hellwach, Ali, die lauschen deinem Gesang. Wir können ja gerne nochmal zu mir schalten. Ja, mach das mal. Ich habe auf jeden Fall noch 1, 2 Sachen, die ich loswerden muss, weil ich habe nämlich auch eben schon eine E-Mail bekommen von jemandem, der den KTN-Trade zum Beispiel noch nicht so ganz verstanden hat, was ich auch nachvollziehen kann, aber den werde ich jetzt noch mal kurz erklären. So, ich gehe mal auf meinen Bildschirm. So, als allererstes möchte ich mal die Aktie zeigen, aus der wir ausgestiegen sind. Aus der wir ausgestiegen sind gestern in dem Bereich hier. Ja. So, wären wir drinne gewesen, dann hätte sich unser Gewinn locker verdoppelt. Ja. Was natürlich jetzt im Nachhinein schade ist, aber damit muss man leider leben. Also wir sehen ja hier den Abwärtstrend, der hatte sehr weit korrigiert. Wir waren hier oben in dem Bereich eingestiegen. Hier sind wir irgendwo rausgegangen gestern Nachmittag. Und heute nach den Earnings wurde das natürlich sehr stark abverkauft. Es gab jetzt kein besonderes Gap. Okay, das weiß man vorher nicht, aber wir wissen ja auch, in den Aktien kann es oftmals dann zu großen Gaps kommen und deswegen sind wir raus. Wären wir drinnen geblieben, dann hätten wir jetzt hier unseren Gewinn maximieren können. Ja. So ist das halt, schade, aber okay. Dafür haben wir jetzt den Wert noch offen, der auch abwärts gerichtet ist. Da sind wir hier oben irgendwo eingestiegen, Stop ist schon nachgezogen. Eigentlich so eine relativ sichere Sache unterhalb der SMA 200. Ziele sind dann hier unten, also der kann noch laufen. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Ansonsten kam schon eine Frage, dass ich ja hier die ganze Zeit gegen den Trend handle mit dem Trade. Also erstmal möchte ich sagen, habe ich mehrmals dazu gesagt, es ist ein sehr riskanter Trade. Ja. Ich bin auch einmal ausgeflogen und ich wurde hier wirklich glücklicherweise nicht gefischt. Also das heißt, bei solchen Trades ist es so, wenn du nicht wirklich ein bisschen Luft lässt, dann fliegst du entweder oder du wirst halt eben knapp auch nicht geholt, wie hier in dem Fall. Und er hatte gesagt, okay, das ist jetzt hier der Abwärtstrend und er hatte sich wieder umgedreht. Okay, aber ich möchte ja immer aus der Korrektur meines übergeordneten Trends handeln und das ist der blaue, den ich hier eingezeichnet habe und das ist quasi die Korrektur, die jetzt hier ja aufwärts läuft beziehungsweise seitwärts und halt immer wieder diese Hochs nimmt. Und das ist halt eine andere Herangehensweise, dass ich dann jetzt nicht darauf warte, wie ein Anfänger, dass das Ganze sich hier umdreht. Ja, ich dann hier irgendwo reingehe und dann hier unten hinhandle. Nein, ich sehe das, dass es hier immer wieder zu diesen Fehlausbrüchen kommt auf der Ebene, auf der Trendgröße und handle das relativ aggressiv mit engstem Stop unscharf hier oben. Das ist der Punkt. Und das ist auch etwas, was man nicht sofort können muss als Anfänger. Deswegen entwickeln wir, also empfehlen wir auch unseren Schülern erstmal eher sowas hier zu handeln, wo es keine Diskussionen gibt. Ja, untergeordnet Aufwärtstrend, hier ein Abwärtstrend.
übergeordnet kompletter Abwärtstrend. Da gibt es keine Diskussion. Hier in dem Fall, gehen wir mal auf Tagesbasis. Da kann man schon, ja, eigentlich auf Tagesbasis gibt es jetzt auch keine Diskussion, aber jetzt hier im untergeordneten Trend, da sieht das natürlich dann nicht mehr ganz so schön aus. Ja, ich denke, jetzt ist es deutlich erkennbar, was hier die Idee war. Ja, absolut. Aber hier untergeordnet sieht es jetzt halt nicht mehr so aus wie im Lehrbuch. Das ist der Punkt. Genau. Das war es eigentlich jetzt von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin wirklich glücklicherweise nicht gefischt worden. Ich habe den Stop auch nicht versetzt. Und jetzt läuft das Ding dann doch in die Richtung, in die wir es haben wollen. Können wir mal langsam über einen Teilverkauf nachdenken. Vielleicht, um die andere Position, um den Verlust da wieder reinzuholen. Ja, ich denke, bei Felix sieht es ähnlich aus. Der hatte ja auch einige Yen-Paare offen. Genau, bei mir gibt es eigentlich seit dem letzten Mal zu mir schalten nichts Neues. Aber Stefans hat jemand in den Fragen gesagt, im TRYJPY, also in der türkischen Lira. Die türkische Lira gegen den japanischen Yen gibt es einen schönen Trend. Vielleicht kannst du das mal kurz aufrufen. TRYJPY. Das ist so ein Exot. Türkische Lira. Das ist schon mega exotisch, ja. Also da. Ich glaube, den hat er gar nicht. Weil ich glaube, den habe ich jetzt hier nicht. Ja, also ich habe schon fast alles, aber das ist echt nichts, wo ich da reinschauen würde überhaupt, weil das ist so ein Exot. Der muss auch Monster Spread haben in meinen Augen. Ja, da kann man nur auf ganz groß handeln. Ich habe es jetzt bei mir auf der anderen Software drinnen. Ich sagte mal gleich, was das Spread ist. Erstens hat es keinen schönen Trend, hat die Trends gehoben. Also das ist ein hässlicher Chart. Gehen wir mal ganz kurz auf meinen Rechner. Erklär doch mal, warum das ein hässlicher Chart ist. Ja, zeige ich gleich. Da ist der ordentliche Spread. So sieht das Ding aus, auf Tagesbasis, da sieht man immer wieder diese ganzen Kerzen und alles, also das ist nichts Schönes. Das ist zwar abwärts gerichtet, aber ich meine, wo will ich da meine Stopp setzen? Wir sind schon auf Tag und haben solche Lunden immer wieder drinnen. Mhm. Ja? Also selbst der Euro, türkisch Lira, US-Dollar, türkisch Lira ist schwierig zu handeln aufgrund der politischen Situation, obwohl der liquider ist, als das hier viel liquider ist. Das ist kein liquider Wert. Somit handeln wir nichts, was nicht liquide ist. Das ist viel zu exotisch. Also ich würde da die Finger davon lassen. Das muss man, da gebe ich dir auch recht. Man sieht es am Chart, wie gesagt, da war mir jetzt so auch nicht geläufig. Und türkisch Lira, also ganz klar, das ist ein Politikum. Ja, also aber schaut euch da den US-Dollar oder Euro-türkisch Lira an. Das ist schon eher liquider als sowas hier. Also was mir jetzt einfällt, Euro-Türkisch Lira, ein super Trendkanal oder US-Dollar-Türkisch Lira, das, sowas kann man sich dann schon anschauen, aber es ist trotz alledem eben auch eine sehr politisch beeinflusste Währung und also man hat auch hier, man darf nicht vergessen, die Zinsdifferenzen, ne? Also immer ganz, ganz wichtig, liebe Leute, die türkische Lira hat ja hier, sag ich mal, einen relativ hohen Zins, ja, und hingegen Euro, US-Dollar da doch schon auf einem südlicheren Bereich unterwegs sind und je nachdem, ob ihr Long oder Short geht, kann so ein Trade auch teuer werden über Nacht, ja, also ihr zahlt es dann praktisch die Zinsdifferenz, also je nachdem wie die Lira Long oder Short geht, ist es aber eben so, dass das durchaus auch viel Geld kosten kann. Das darf man gerade bei solchen exotischen Währungen auch nicht unterschätzen, dass man dann solche Overnight Swaps, Rollover-Gebühren hat, die ganz normal aufgrund der Zinsdifferenzen sich ableiten. Aber deswegen sollte man auch nicht zu exotisch da abwiegeln. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, Ali, der Chart, der war jetzt nicht so mustergültig, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn man den türkischen Lira handeln wollte, da ist Euro Try, wie ich immer sage, und US-Dollar Try ist sicherlich die bessere Option. Also japanisch Yen gibt es auch genug andere interessante Paare auf jeden Fall. Also wenn nur die Majors handeln, das auf keinen Fall. Ich wollte nur kurz rüberschalten, weil wir haben schon im S&P den ersten Teil ist schon raus, da unten genommen worden. Man sieht es ja, es sind noch 6 Stück offen, das heißt ein bisschen was haben wir mitgenommen, so 800 Euro. Dann hier haben wir ja schon einen Teil verkauft, ein bisschen was mitgenommen, der Rest ist im Gewinn abgesichert, schauen wir, ob noch was passiert. Im DAX geht es nicht wirklich tiefer. Ich habe den Stopp sozusagen fast auf Null gezogen. Also ich gebe da noch 2 Punkte Minus her. Das ist nicht viel, weil er läuft nicht an. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht zaubern. Wenn der Markt nicht mitmacht, kann ich auch nicht handeln. Ja, wie gesagt, ich wäre wenn schon eigentlich lieber hier oben eingestiegen, weil hier ist auch der Pivot. Man sieht es auch, er geht leicht drüber, hält es aber nicht. Aber wie gesagt, das hat zu lange gedauert, um das Konto anzuschließen. Aber egal, Ausrede gibt es keine. Ich habe es trotzdem gehandelt, wie gesagt. Irgendwas hinter die haben wir auf jeden Fall rausgeholt. Man sieht, es ist möglich, ja.
Aber ich will euch damit noch zeigen, machbar ist es, für ich glaube, der Ingolf war das, der da gemeint hat, Intraday ist es möglich. Ich zeige es gerade, dass es möglich ist. Aber und damit kann ich auch das sagen, dass es nicht lukrativ ist, nur Intraday-Handel zu machen, sondern ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Damit ich hier, wir haben hier teilweise 30 Werte offen und das ist nicht viel für mich. Normalerweise habe ich 50, 60 Werte offen, wenn die Märkte sauber laufen. Dort verdiene ich meinen Lebensunterhalt, mein täglich Brot. Das ist dazwischen immer wieder zu handeln, wenn ich mal am Rechner sitze, weil ich möchte auch nicht den ganzen Tag vom Rechner sitzen. Tue ich auch nicht. Ja. Und auf die Frage noch, wegen den Büros, die gelten natürlich nur für ATT-Schüler. Also das ist dann nicht Open Door, jeder darf da reinmarschieren. Das ist ein Büro, bitte. Da kriegen nur ATT-Schüler die Möglichkeit, immer wieder dann natürlich mit Anmeldung vorbeizukommen. Da muss auch wer da sein und dort gemeinsam mit den Ausbildern, und das wird nur in den Städten sein, wo Ausbilder sind, das heißt Wien, Berlin, Frankfurt sind geplant, also das erste wahrscheinlich in Berlin jetzt, wo größere Büros genommen werden für Schüler und das ist nur für ATT. Also auch unser internes Forum ist nur für ATT, das ist geschlossen, da kommt auch so niemand rein. Ne? Ja, klare Ansage, aber der Wachstumspfad ist ja hier vorgezeichnet. Und wie gesagt, Ali, respektabel, dass du hier trotzdem deine Live-Trades im Intraday-Chart abgefeuert hast, weil das ist, also ich hatte auch schon Live-Events, was auch völlig legitim ist, wo wir auch natürlich Live-Trading ankündigten und dann kam aber, sage ich mal, keine Setups und dann wurde auch viel, das wäre wieder aber nicht minder spannend, aber es wurde jetzt sozusagen wenig live getradet, weil der Markt müde war, schlichtweg keine Setups da und ich sag mal, dass du ja trotzdem die Lanze brichst und dann den ein oder anderen Trade raushaust, auch wie deine Schüler vorhin, dann auch noch das Ganze dokumentiert wird. Wie gesagt, das ist schon sehr, sehr transparent und das mag ich an euch, an eurem Team, an dir. Das ist eine hervorragende Koexistenz, hätte ich fast gesagt, die wir hier pflegen. Und wie gesagt, dass ihr uns als Broker gewählt habt, gerade zum Beispiel von vorhin Katjen die Geschichte, ja, achtet auf die Spreads, liebe Leute. Ja, also es ist wirklich ein Punkt, der beste Broker-Vergleich ist, unsere Spreads mal mit anderen Brokern zu vergleichen. Wir schießen die Preise aus dem Interbankenpool raus zu euch. Das heißt, ihr handelt nicht direkt mit dem Broker als Gegner, sondern ihr habt uns als Partner und da stellen wir die Verbindung her zur UBS, zu Goldman Sachs, zu den Big Banks der Welt, die hier praktisch im Interbankenmarkt die Devisenkurse routen und da sind wir eure Schnittstelle. Ja? Und da gibt es auch kein Rumgespiel an den Preisen und aufgrund dessen, dass wir die Technologie auf den Mann gebracht haben oder auf den Weg gebracht haben, um euch den Zugang zu bieten, ist es eben genau so, dass wir solche Core-Spreads haben, eben hier die fünfte Nachkommastelle. Ja? Das ist beim Euro-Dollar eben dann nicht nur vier Nachkommastellen, wie man sie zumeist sieht, oder auch bei anderen Brokern teilweise es die sogar gibt. Nein, es ist die Pipette, die fünfte Nachkommastelle, wo eben der Core sich abspielt, also der Dezimalbereich. Und beim Euro-Dollar sind wir hier bei 0,2 bis 0,3 Pips. Und das ist der reale Spread, meine lieben Leute, nicht 1,5 oder 2 Pips. Da reden wir ja fast von einer Verzehnfachung oder von einer Verfünffachung des eigentlichen Spreads. Und achtet darauf, testet uns, testet ATT. Wie gesagt, wichtig ist einfach, dass man tatsächlich weiß, mit wem man handelt, da auch ein Vertrauen aufbaut. Und wenn man den Weg des Handels gehen will, natürlich hier auch nicht an der Ausbildung spart, um Gottes Willen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, lieber das ein oder andere Buch gekauft oder Seminar gebucht, als eben das Geld am Markt zu lassen. Weil faktisch ist, wenn man sich sagt, das brauche ich alles nicht, ich sauge mir das mal wie die Muttermilch so ein und dann funktioniert das, das wird wohl kaum funktionieren. Dann lässt man das Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit am Markt liegen und ein anderer Profi-Trader, der im institutionellen Bereich dann, sage ich mal, sich die Tasche reibt, der freut sich. Oder Ali, selbst jetzt hier im Handel, wenn er jetzt, sage ich mal, den heutigen Tag positiv beendet, da reibt sich die Hände und sagt, das war alles genau nach Maß, alles wunderbar, aber ich hatte auch einen Plan und eine Vorgehensweise. Ich hatte einen Worst-Case-Stop. Ich wusste, wann ich aussteige, wenn der Markt gegen mich läuft, etc. etc. Das sind alles Punkte, die muss man verinnerlichen und sich natürlich auch sukzessive aufbauen. Was kommt denn hier, Michael, gerade rein? Ich habe sogar schon Proge gesehen, der 30 Pips als Spread angegeben hat für Euro-US, oder? What the hell? Also ich weiß, dass im asiatisch-pazifischen Raum ist durchaus Broker gibt die Euro-US-Dollar mit 5 bis 10 Pips fahren. Also das war aber schon das höchste der Gefühle, aber 30 Pips, das ist ja nun, da sind wir dann tatsächlich bei der türkischen Lira angekommen, dass wir hier entsprechende Spreads haben, die man erstmal verdienen muss, um überhaupt in den Gewinn zu kommen. Also das ist schon unglaublich. Also das ist wirklich schlichtweg starker Tobak und da könnt ihr auch ganz sicher sein, dass man hier sicherlich nicht mit einem Broker handelt, der es ernst meint, sozusagen euch da auch in irgendeiner Art und Weise als echter Partner zur Seite zu stehen. Ali, ich bin dir aber fast ins Wort gefallen. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, ich wollte eigentlich sagen, was du ja auch richtig sagst. Ich habe sogar mit einem Leuten aus dem Iran Kontakt, der ja selber geboren wurde im Iran, aber in Österreich aufgewachsen bin. Ich sage es einfach so, wie es ist. Also auch einer ist gerade im Webinar mit wenigen Deutschkenntnissen.
die betteln darum, dass sie eine Ausbildung kriegen, weil sie dort keine haben und dann teilweise auf Brokern handeln. Und das sind genau diese Broker, die irgendwelche türkischen, arabischen Broker sind, die sie zur Verfügung kriegen, die Spreads haben, die unfassbar sind, die Kurse gar nicht einmal irgendwie zusammenpassen mit dem aktuellen Kurs. Also unfassbar, was dort teilweise Sachen abgeht. Fantasiekurse teilweise. Und keiner von ihnen kann natürlich damit Geld verdienen. Das heißt, wenn wir hingehen und wir sagen, wir haben Brokerpartner, die wirklich auf ihre Kunden schauen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel GFD nehmen, die sogar hingehen und sagen, wir zahlen einen Teil der Ausbildung. Warum? Uns geht es darum, dass die Kunden nicht Geld verlieren, weil davon haben wir nichts, sondern wir haben nur, verdienen nur Geld, wenn der Kunde bleibt und immer handelt. Deswegen sieht man auch, welche Broker, welche Leute da als Coaches genommen haben mit ihren Ansagen da draußen und Versprechungen, und dann geht der Kunde hin, verliert sein Geld, der Broker verdient ein bisschen was, sucht den nächsten. Und hier geht es darum, dass wirklich darauf geschaut wird, dass die Kunden bleiben, länger handeln, davon haben beide was und es bringt nichts. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn jemand hingeht, der es nicht kann und sagt, ich verbrenne lieber mein Geld, bevor ich da irgendwie eine Ausbildung mache. Heißt nicht einmal zu uns kommen, ja, wie gesagt, wir werden das ja einstellen, sondern wirklich sich damit beschäftigen. Und nicht einfach blindlings zu jemandem hinlaufen. Teilweise gibt es Leute, die sind 17 und rennen rum und sagen, sie sind seit 3 Jahren Profis, kommt zu mir und ich bring's dabei. Also wer dorthin geht, dann kann man geistig nicht mehr helfen. Liegt an einem selbst. Aber damit beschäftigen muss man sich letztendlich auch. Wenn er zu uns kommt und sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, wird es auch da nicht schaffen. Und immer nur zu sagen, ich kann es ja, ich kann es ja, ich weiß schon, was ich mache, dann sieht man es auch, wie weit man kommt. Ne? Das heißt, momentan kämpfen die meisten mit dem Fahrrad bei der Formel 1 mit, werden es auch nicht mithalten können. Das war gut gesagt, Ali. Das war gut gesagt. Was ich noch gerade lese hier, ich weiß nicht, ob die, das war glaube ich vorhin schon mal eine Frage. Also mit Verlaub, manchmal routen die routen, sage ich doch schon wieder. Aber schießen die Fragen hier so schnell durch, dass ich gar nicht hinterherkomme oder viele Fragen dann auf einmal reingeballt kommen. Wie gesagt, zur Frage mit dem Datenfeed von JFD, wie gesagt, das ist jetzt ein Unterschied zwischen einer Präsenzbörse beziehungsweise eben auch das, wo der Future-Markt abgehandelt wird. Der Forex- und CFD-Markt ist ein OTC-Markt, das heißt eben ein Markt, wo es jetzt sozusagen nicht einen Präsenzplatz gibt, wo man dann auch hier eine Kurstiefe beziehungsweise eine Markttiefe sieht beziehungsweise hier ein Orderbuch hat, wo man entsprechend die gesammelten Pricings bekommt. Also der Forex-Markt ist ein Interbankenmarkt, wo viele Großbanken sich herrschen oder tummeln, aber auch Hedgefonds zugegen sind, die sich da anschließen. Man spricht auch von noch anderseitigen Darkpools, die da mitmischen. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Datenfeed beziehungsweise, um auf den Datenfeed zu kommen, die Preise kommen aus dem Interbankenbereich und im CFD-Bereich kommen die Preise aus unserem Liquiditätspool. Auch da ist es so, dass wir nicht selbst irgendwelche CFDs an den Markt bringen, dürfen wir gar nicht. Das wird der ein oder andere vielleicht auch wissen, aber wir haben keine Market Maker Lizenz, das heißt, wir dürfen keine Produkte selbst kreieren oder eigene Preise stellen, die ja zwangsläufig dann in unser Buch laufen, ja, also sprich, der Kunde verliert Geld und wir gewinnen an dem Verlust, das dürfen wir nicht, das machen wir auch nicht. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir da auch im CFD-Bereich einen Pool an Anbietern haben, wo die Orders reinlaufen und dann praktisch dort ausgeführt werden. Auf der Gegenseite, gerade im CFD-Bereich oder auch im Forex-Markt, muss natürlich immer einer stehen, der im Prinzip nicht daran interessiert ist, dass ihr Geld gewinnt. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist ein Angebot-Nachfrage-Verhältnis und irgendwo wird dann einer auf der Strecke bleiben. Und natürlich sind das Market-Maker, die uns die CFDs anbieten. Aber wir haben eben nicht den Interessenskonflikt, dass wir der sind, der euch den CFD anbietet, sondern wir sind auch hier wieder intermediär die Schnittstelle, der Marktplatz, der Angebot und Nachfrage zusammenführt und das wollen wir eben transparent und fair tun. Und insofern im CFD-Bereich, Forex-Bereich haben wir ein Orderbuch als solches nicht. Das hast du am Future-Markt bzw. an Präsenzbörsen im Aktienbereich, weil es da eben zentrale Börsenplätze gibt. Am Forex-Markt gibt es keinen zentralen Börsenplatz, das sagt der Name ja schon, Interbank. Das ist ein internationaler Bankenhandel, der da stattfindet und beim CFD-Bereich ist es eben auch so, dass entweder der Broker gar keinen anderen Anbieter hat, sondern alle CFDs selber auflegt, ja, selber kreiert, selber erschafft. Es gibt ja auch mittlerweile, das muss man jetzt für sich selbst beantworten, die Frage, aber inwiefern es sinnvoll ist, eigene CFDs zu kreieren. Wenn man die sozusagen selbst erschafft, muss man ja zwangsläufig jemanden haben, der einem das dann anbietet. Und dass das natürlich ins eigene Buch läuft, ist auch sehr wahrscheinlich, weil das wiederum nicht am Markt irgendwo verkauft werden kann. Also ohne es zu kompliziert zu machen, du hast im Prinzip nur an Präsenzbörsen, Schrägstrich, festen Marktplätzen wie eben an Future-Börsen oder Präsenzbörsen, wo Aktien gehandelt werden, so ein Datenfeed mit der Orderbuchtiefe. Aber was Ali richtig feststellt, gerade im Future-Handel, das Orderbuch
um es zu verstehen, um auch zu wissen, wie der Markt an sich funktioniert. Hochinteressant, und der Future-Markt ist natürlich auch die der Top of the Book. Das ist praktisch das, wo die richtige große Absicherung stattfindet, wo die großen, da haben wir ja auch immer den COT-Bericht jeden Freitag, ja, Commitment of Traders Report, wo sich eben die Hersteller, Zulieferer absichern, die großen Hedgefonds mitspielen. Also da wird das große Geld gedreht am Future-Markt, und der ist als Präsenzmarkt natürlich mit der Orderbuchtiefe auch gut zu lesen. Ja, also ich meine, Ali, ihr habt das nicht umsonst hier drin im Agina Trader, den wir, wie gesagt, ja jetzt auch in unserem Angebotspool haben. Und wenn wir denn dann hier, sage ich mal, im CFD-Bereich rum skalieren, dann hast du da natürlich das Orderbuch nicht, weil ein CFD eben kein Future ist. Ja, das CFD als solches ist ein Derivat, ein Kontrakt, also ein erschaffenes Objekt, ein Spekulationsobjekt, was praktisch ein anderes Underlying abbildet. Aber das nochmal abschließend, wir sind niemals die, die gegen euch handeln oder Interesse daran haben, dass ihr verliert. Was hat Ali schön gesagt? Wir können nur davon partizipieren, wenn der Kunde erfolgreich ist. Deswegen ist es auch uns ein Anliegen, dass ihr euer Geld nicht verbrennt oder irgendwie viel einzahlt und viel rumbewegt, um dann am Ende mit Null dazustehen, sondern wir haben ein echtes Interesse, dass die Kunden erfolgreich sind und eben auch da ihren Weg gehen. Deswegen werden wir auch nicht so halsreiserisch mit irgendwelchen Traumrenditen durch die Gegend rennen, sondern eben einen gewissen Realismus an den Markt bringen. Und jetzt kommt's. Ich habe gestern erst ein Gespräch gehabt. Da ging es um die Geschichte mit den Coins. Bitcoin, OneCoin, Swisscoin, was es nicht alles gibt. Der einzigste reale Bitcoin, das ist ja der echte, in Anführungszeichen, der auch mit seiner Blockchain-Technologie da entwickelt wurde. Aber die ganzen anderen Coins, die es da gibt, ja, und da habe ich Renditen gehört, fasst euch an den Kopf, 10.000% und mehr in 2 Monaten. Ja. Wenn man sowas natürlich hört, dann weiß man einfach, das ist nicht nur unseriös, das ist marktschreierisch. Das ist wirklich etwas, worüber man sich auch hier gar nicht mehr ausbreiten muss. Aber deswegen aufgepasst, liebe Leute, auch hier binäre Optionen, also ganz, ganz, ganz gefährlich. Da sind wir wirklich im Casino-Bereich angekommen. Und wenn schnelles Geld versprochen wird, das sagt ja schon die Geschichte, oder das sollte man eigentlich auch ganz glücklich selber ableiten können, wenn schnelles Geld so leicht zu verdienen wäre, dann würden wir alle, glaube ich, nicht mehr der ein oder anderen Tätigkeit oder das breite Volk nicht mehr anderen Tätigkeiten nachgehen, als denn eben da hier nur dem wilden Zocken sich auszuliefern. Ja, das muss man ganz klar wissen. Aber jetzt habe ich mich wieder ein bisschen im Thema verfangen, aber das ist mir wirklich ein Anliegen, dass man das mal versteht, dass man da darauf achten sollte, mit wem man handelt, wie man handelt. Und deswegen auch freue ich mich, dass ATT da für uns auch immer eine Lanze bricht und auch zufrieden mit uns ist, der wir ja auch mit unserem einzigartigen Kommissionsmodell auch erst 6 Jahre am Markt sind. Am Anfang wurden wir belächelt nach dem Motto von anderen Brokern, es würde gar nicht funktionieren, dass wir auf Kommissionsbasis am Markt existent bleiben. Und jetzt nach knapp rund 6 Jahren sind wir es, und wir sind auch von dem einen oder anderen großen Broker, der mittlerweile milliardenschwer am Aktienmarkt notiert ist, als Börsengesellschaft auch schon mittlerweile, sage ich mal, als ich will nicht sagen kleiner David gegen den Goliath, aber wir sind angekommen nach dem Motto, hey, die Jungs haben irgendwas anders gemacht und es funktioniert. Und wir sind uns ganz sicher, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, auch weiter fortbeschreiten werden und dann auch in der Richtung gehen, dass wir eben sagen, was wir tun, ist legitim, hat keinen Interessenskonflikt und dient eben nicht dem Zweck, wo auch die großen Regulierungsbehörden ein großes Problem mit haben, dem Kunden eben seines Geldes zu berauben. Das ist nicht unser Ansatz. So, jetzt habe ich mich da ein bisschen ausgelassen, aber es muss einfach mal sein. Ganz kurz, ich sage auch gleich dazu, was ich übernommen. Wir haben es ja mitgekriegt, der S&P ist draußen, da haben wir unsere 1,5 mitgenommen. DAX, ja, lasse ich noch ein bisschen laufen, um 17.30 nehme ich ihn raus, weil nachbörslich sind die Futures in den europäischen Märkten nicht interessant. Auch bitte laufen die nicht über Nacht. Da sind wir noch dabei, da haben wir schon Teilverkauf gemacht, da wird gleich wahrscheinlich der nächste passieren. Ich habe das jetzt halbiert und werde dann nicht mehr den Stopp wegziehen, sondern das ist, wie gesagt, nicht wirklich viel Volumen da. Aber kann man trotzdem probieren. Ganz kurz, natürlich auch GFD macht sehr vieles momentan mit Indexen, kleine Spreads, also Spreads, sondern Kommissionen sind sehr günstig, auch bei den Volkswerten. Was mir auch sehr gut gefallen hat natürlich, ist der Support und dass GFD als einer der wenigen direkt immer beim Trade, wenn man es macht, sofort die Swap-Kosten mit eingibt. Das heißt, man sieht sofort seine gesamten Kosten. Und darauf müsst ihr achten, weil wenn ihr CFDs handelt, handelt ihr eigentlich auf Margin des Brokers und bezahlt Kommissionen und Swap-Kosten. Ihr bezahlt sie bei allen. Das ist wie eine Art Kreditkosten, die ihr da bezahlt. Und das zeigen die wenigsten direkt aus und man weiß es gar nicht, ist denn CFDs drin und zahlt eigentlich täglich drauf. Ja, das ist der Unterschied, wenn man direkt Aktien handelt, dann zahlt man eben, kauft man die Aktie und keine CFDs, wo man nur einen Bruchteil zahlt und dann eben Swap-Kosten zahlt,
darauf müsst ihr achten, das zeigt euch GFT direkt unten bei der Order, steht das sogar drinnen, dann sieht man, was zahlt man an Kommissionen sofort und was zahlt man an Swap-Kosten. Auf solche Sachen muss man Acht geben. Wir haben zum Beispiel auch im letzten Mal, wo wir das Live-Training gemacht haben, haben wir rechtlich, weil wir sind, ich bin ja Jurist, der Christian, der bei uns im Team ist, ist auch ein Jurist in Deutschland. Wir haben zum Beispiel ein anderes Unternehmen beleuchtet, das auch Copy-Training macht, wobei die verkaufen es anders. Wir sagen, es ist Copy-Training. Und da haben wir auch gesagt, dort wird zum Beispiel genau das Gegenteil gemacht. Da werden die Kundengelder als Eigenhandel benutzt, was hier nicht passiert. Dort wird auch ein Market Maker benutzt und eben gegen den Kunden gehandelt. Auf solche Sachen muss man Acht geben, wenn man irgendwo Dienste von jemandem nimmt. Vorher kam noch eine Frage zu dem Thema binäre Optionen und so. Also bitte, binäre Optionen, ich war vor 2 Jahren bei der WOT, kann ich mich noch erinnern, da haben die am Samstag herumgeschrien, ich denke mal, was ist da los, geh vorbei, haben die so getan, als würden sie die ganze Zeit live handeln und Geld verdienen, an einem Samstag, wo die Börse geschlossen ist. Also wenn das schon, ich meine, unseriöser geht es ja nicht mehr und trotzdem waren genug dumme Leute dort, die dort sofort Konto aufgemacht haben. Ja? Also nur ja, so viel da. Da muss man sagen, das ist wirklich bedauerlich. Die Leute werden ja eingefangen auf der Suche nach Möglichkeiten des Geldanlegens. Das ist natürlich auch eine riesen Marketingindustrie, die dahinter steckt. Ich habe auch neulich wieder einen Mailing erhalten, wo es darum ging, warum hat denn GFD überhaupt Swap-Kosten? Ja, viele Broker bieten hier den Handel mit Index-CFDs, ja, DAX, Dow Jones, mit ganz kleinen Spreads an und ohne Swaps. Ja, super. Da muss man aber irgendwo mal hinterfragen, wo kommt denn das Produkt her? Und da darf man sich schon, ich will nicht alle in einen Topf schütten, aber in dieser Wahrscheinlichkeitsvariante nach dem Motto kostenlos handeln, ohne Swaps, mit kleinem Spread, wo liegt denn da hier der Gewinn? Und da darf man sich schon relativ sicher sein, dass das der Gewinn ist des Brokers im Sinne dessen, wenn man einen Verlust macht, weil das alles ins eigene Buch geht. Solche Produkte kann man nicht an den Markt bringen, die keinen Spread haben. Wenn der reale Future schon mal einen Spread hat und man sich selbst abhatchen wollte, müsste man auch mit einem Spread arbeiten am Markt, um eine gewisse Sicherheit zu haben, die eben dann nicht existent ist, wenn man es ins eigene Buch nimmt, nach dem Motto, der Kunde wird zu 90% eh verlieren. Also nehme ich den Trade einem eigentlich nur ins eigene Buch und lasse ihn gar nicht durchlaufen. Und damit es noch interessanter ist, darf er auch kostenlos bei mir handeln. Aber hinten raus, liebe Leute, wird das Geld natürlich 10-fach verdient. Ja, das ist wirklich Uso, das wird vielerorts gemacht und das, da muss man sich einfach klar drüber sein. Und man muss eben auch hier prüfen. Ich sage mal, prüfe, wer sich ewig bindet. Nehmt euch da auch die Zeit, neben dem, dass ihr die Skills braucht, dass ihr die Ausbildung braucht, ein gutes Tool, mit dem ihr agiert, mit dem ihr charttechnisch auswertet, mit dem ihr eure Levels besetzt, mit dem ihr eure Stops platziert. Aber wie beim Stefan vorhin mit dem Katjen, wenn ihr einen großen Spread habt, werdet ihr auch ungünstig mal ausgestoppt. Ja? Das kann auch mal passieren. Das, deswegen auch die Core-Spreads, kleine Spreads am Interbankenmarkt, das ist kein Thema, weil man einen großen Liquiditätsstuhl hat, der da agiert. Und lasst euch, wie gesagt, nicht blenden durch irgendwelche kostenlosen Aktionen. Der Kapitalmarkt ist sicherlich kein Samariterbecken. Ja, also da wird immer Geld verdient und geschenkt wird hier auch nichts. Das muss man ganz klar sehen. Das ist halt, wie gesagt, der Punkt. Ich habe auch gezeigt, ich habe zum Beispiel vor die Saxo Bank gezeigt. Das ist auch ein Broker, wo ich sehr lange handle, ja, und auch immer mit dabei bin und auch mein großes Konto eigentlich dort habe, mein Kundenkonto auch dort habe. Das hat wieder andere Vorteile, weil die ein eigenes Konto aufmachen und kein Depot. Der Nachteil ist natürlich die Kosten. Also ich gebe es nur als Beispiel. Wenn ihr ein Produkt bei GFD nehmt, was zum Beispiel ein Forex-Wert ist, und ihr zahlt dort Kommissionen 2,50 Euro, ist es bei der Saxo Bank 50 Euro Kommission. Die sind nicht für kleine Händler gedacht. Die haben extrem hochorbitante Kosten. Also allein beim Aktienbereich 20 Euro pro Turn, Forex-Bereich genauso, Futures auch ordentliche Kosten, wenn die eben nicht kleine Kunden haben wollen. Hat aber wieder andere Vorteile. Ihr seht, die Software ist ganz einfach, ganz banal gemacht. Ich habe jahrelang darauf gearbeitet, funktioniert genauso. Agena Trader nimmt einem viel ab. Also die Rechnerei erspare ich mir, Positionsgrößen und. Aber am Ende geht es trotzdem nur darum, dass man sauber lernt, wie man handelt, weil dann nutzt einem alles andere nichts. Auf die Fragen, die vorgekommen sind, wegen Schulung noch online, wann die stattfinden und Kosten und da die Frage wegen Signaldienst, ob man den vergünstigt kriegt über GFD, da kommen wir gleich dazu, das wird gleich der Stefan machen. Wir machen noch hier noch ein paar Minuten was und dann, wie gesagt, laden wir alle gerne ein, da schon wieder der nächste raus. Also wir sehen, Gewinne muss man irgendwo mitnehmen, weil das ist kein starker Markt heute, aber es reicht.
Wir wollen am Abend um 19 Uhr findet unsere normale Abendsession statt. Also da werden wir aber nicht mehr viel auf eure Fragen eingehen, sondern wir werden eigentlich nur noch mit unseren Schülern die Abendsession machen, Besprechung machen, was alles so normal unsere Session ist. Da könnt ihr gerne zuschauen. Wir werden das Webinar offen lassen, wenn nicht jemand uns das Webinar wieder abdreht. Das habe ich verstanden, Ali. Den Wink habe ich verstanden. Ich werde es diesmal wirklich nur verlassen. Ja, es passiert schon mal auf die Schnelle, ist mir auch schon passiert. Und dann kann man da auch zuschauen. Da werden wir aber nicht mehr auf irgendwie Schulungsthemen und sonst eingehen, sondern wir werden einfach nur unsere Session machen. Das ist, was wir schon öfters machen, so Open Door Webinare. Jetzt ist eher die Geschichte, dass der Stefan mal vielleicht ein bisschen was erklärt, was ATT ist, wie es funktioniert, die Schulungen. Es gibt auch einen Rabattcode für den Signaldienst, eben nur heute, wo wir mit JFD zusammenarbeiten, weil das ist eine eigene Vereinbarung. Also das kann man auch sich anschauen. Sonst würde ich sagen, wer noch Fragen hat, bitte reinschreiben, die vielleicht für Chris sind, weil ich glaube, Chris wollte ja irgendwann demnächst zu seinen anderen Tätigkeiten nachgehen, weil er kann ja, auch ich, ja genau, ich würde sagen, wir machen, jetzt haben wir es ja schon, jetzt sind wir wieder gute 2 Stunden online hier. Genau, wir machen nochmal kurz die Fragerunde, wenn noch was auf dem Herzen ist, wie gesagt, ansonsten kann da auf jeden Fall dann der Stefan nochmal loslegen und dann würde ich dann so langsam aber auch genau meinen Saft abdrehen. Macht sie dann hier direkt weiter oder dann 19 Uhr, wie du sagst? Na, wir werden jetzt noch kurz, wie gesagt, Stefan wird einfach nur alles kurz erklären, wie alles abläuft. Dann lassen wir das ganze Webinar offen, also wir werden nur unseren Ton und den Bildschirm abdrehen, aber das Webinar ist offen. Das heißt, diejenigen, die jetzt drin sind, brauchen nicht abdrehen. Sonst können Sie natürlich abdrehen und am Abend denselben Link benutzen. Das geht auch. Wir werden den Link nehmen und dann posten. Sollte jemand aber rausfallen oder sollte irgendwie das Webinar einen technischen Defekt haben, werden wir den Link auf unsere Facebook-Seite stellen oder in unsere Facebook-Infogruppe wieder reinstellen, damit man dort auch reinschauen kann. Also verloren geht es nicht. Wie gesagt, auch die Infogruppe werden wir euch gleich reinstellen, dass man sich dort auch natürlich anmelden kann. Dort werden immer Infos gegeben, Trades gezeigt, dort kann man auch den Kontakt mit den Schülern herstellen. Also ihr selber ohne uns, dass ihr mal die wirklich fragt, wie es abläuft. Wie gesagt, ich kann ja hier alles schön reden, aber ich kann nicht hier 100 Schüler manipulieren. Das geht schwer, auch wenn die Angst vor mir haben, aber wird schwierig. Also das geht auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal den Christian mal ein bisschen reden lassen, damit er so noch seinen Teil macht und dann den Stefan und dann würden wir, wie gesagt, Pause machen und um 19 Uhr machen wir dann die Abendsession und dann kurz bevor wir abdrehen, also pausieren, noch eine Fragerunde, wenn es an mich Fragen gibt, natürlich, oder wenn wir noch Trades schauen wollen, können wir kurz auch noch machen. Also gebe ich mal an dich ab, Chris. Genau. Dann beantworte ich kurz mal ein paar Fragen vielleicht, die gerade reingekommen sind und dann würde ich das Wort an Stefan übergeben. Okay, Stefan? Ja. Okay, Link zur Anmeldung, Peter, wird gewünscht. Wie gesagt, das ist der gleiche Link, mit dem du heute jetzt hier reingekommen bist oder wie Ali ja gerade darstellte, mach einfach nichts, bleib angemeldet und dann bist du heute Abend eh dabei. Also brauchst praktisch nur den Rechner auf Standby stellen und dann kannst du 19 Uhr wieder dazu stoßen. Die Andromeda-Version ist es die gleiche, wie Ali nutzt. Genau, bei uns, wie gesagt, wenn du entweder über ATT kommst oder bei uns, gibt es da auch noch einen Bonus auf die monatliche Version. Auf die Kaufversion gibt es gegenwärtig keine Bonifikation, aber das müsste man im Detail dann nochmal mit ATT besprechen, wie die das mit ihrer Software machen, die Jungs. Ansonsten amerikanische Aktien, ja Günther, Aktien generell ein Thema bei uns, haben wir auf jeden Fall auf der Agenda, wird noch ein bisschen Zeit brauchen, es braucht Serverstrukturen, es braucht eine komplette IT-Struktur, es braucht den MetaTrader 5, der als nächstes in der Pipeline steckt, um eben hier MetaTrader, MetaQuotes basierend Aktien anbieten zu können. Läuft also, wie gesagt, Günther, haben wir nicht vergessen, wenn du Kunde bei uns bist, wirst du ohnehin Mailing kriegen, Schrägstrich auch ohnehin informiert, wenn das Ganze dann an Fahrt gewinnt. Das bleibt nach wie vor ein Thema, aber es braucht eben doch noch mehr Zeit als gehofft. Wie gesagt, da müssen eigene Serverstrukturen aufgebaut werden und wir mieten uns da nichts an, schon wie früher auch, wir machen ja nicht irgendwie was mit virtuellen Surfern, sondern wir sind ja Hardcable technisch in New York, in London da platziert und haben dort die Server auch stehen und genauso muss es auch, das ist unser Anspruch, hier, da sage ich mal, genau die Transparenz auch nach außen zu bringen und das war auch von Beginn an unser Thema, deswegen auch hier wenig Geld ins Marketing geflossen, als viel mehr in die Technologie. Gut, ansonsten vielen Dank ans Team, danke an, ja, das nehmen wir gerne auf, vielen, vielen Dank, freut mich, dass ihr
hier Spaß hat. Es geht, wie gesagt, noch weiter. Wer sich jetzt für das interessiert, was HTT sozusagen darstellt im Sinne dessen, was es an Weiterbildung gibt, an Entwicklungsmöglichkeiten, was man machen kann, da würde Stefan gleich was zu sagen. Und ansonsten, ja, vielen Dank. Wie gesagt, machen wir weiter solche Live-Events, wird es geben. Die Aufzeichnungen kommen auch in den YouTube-Channel, schrägstrich auf unseren JFD-Desktop. Ich habe vergessen, übrigens den Link reinzustellen. Ich werde es jetzt gleich mal machen. Das hatte ich vorhin angesprochen, aber doch nicht getätigt. Doch, ich habe es schon rein. Ist im Chat. 15.09 habe ich es gepostet. Also, danke auch. Danke, tolles Webinar. Gefällt mir, dass es euch gefallen hat. Dann gebe ich das Wort jetzt an Stefan und wahrscheinlich auch den Bildschirm. Und dann würde ich mich dann am Ende dessen verabschieden und wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen und bleibt uns treu, sowohl ATT als auch JFD. Freue mich, wenn wir uns wieder hören sehen auf einer Messe oder in dem ein oder anderen Webinar. Auf jeden Fall dranbleiben. Es kann sich lohnen, aus dem Hobby nicht nur ein Geldvernichtungsinstrument zu machen, sondern tatsächlich da auch Geld rauszuziehen. Das ist doch die schönste Belohnung. So dann, Stefan, du hast das Wort. Gut, dann schalten wir mal zu meinem Bildschirm. Moment. Ah, Teilnehmer, so. Hallo, hört man mich? Ja, klar und deutlich. Gut. Ja, also ATT haben wir ja schon gehört. Wir befassen uns eigentlich hauptsächlich auch mit unseren Produkten, mit dem Trading. Das heißt, wir haben die Vermögensverwaltung, die ist geschlossen im Moment. Die werden wir eventuell nächstes Jahr für die Öffentlichkeit öffnen. Ansonsten sind da nur ausgewählte Kunden im Moment drin. Wir haben den Signaldienst und das Copy Trading, was über die Seite att-signals.com läuft. Und wir haben unser Ausbildungsmodell, was über ATT Trading läuft. Ja, wie gesagt, wir bilden nicht nur eine Woche aus, sondern wir bilden eine Woche aus und mindestens 3 Monate. Wobei diese eine Woche und die 3 Monate im Preis inbegriffen sind. Aber letztlich ist es so, nach den 3 Monaten zeigen die meisten schon deutliche Fortschritte, aber selbst diese 3 Monate reichen in der Regel nicht aus. Deswegen bleiben auch viele Schüler über die 3 Monate hinaus bei uns. Ja, Termine für den Start gibt es immer ungefähr 4-mal pro Jahr. Es gibt nur noch 2 Termine dieses Jahr. Das ist einmal die Intensivwoche online, die findet im Juni statt. Da sind noch wenige Plätze frei, da lassen wir auch nicht so viele Leute teilhaben. Also das heißt, da ist eine Teilnehmeranzahl von unter 20 Personen auf jeden Fall, damit das auch damit das gut funktioniert online. Denn so eine Intensivwoche ist wirklich jeden Tag, also 5 Tage die Woche von früh bis am Abend. Und da muss alles rüberkommen. Und wenn da zu viele Leute drin sind, dann bringt das absolut nichts. Die nächste Intensivwoche darauf folgend wäre im Oktober. Das ist dann auch der letzte Ausbildungsstart dieses Jahr. Da lassen wir dann ungefähr 25 bis 30 Personen zu, die bei uns die Ausbildung beginnen können. Die Preise sind relativ gleich, wobei natürlich in Wien das Ganze ein bisschen teurer ist, weil da auch die Verpflegung mit dabei ist, Frühstück und Mittagessen auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt eine Besonderheit. Im Oktober hätten wir zusätzlich zu dieser Präsenzveranstaltung auch noch 5 Plätze online frei. Das heißt, wir würden diese Intensivwoche per Video übertragen, weil wir jetzt gemerkt haben, es funktioniert sehr gut. Und wer zum Beispiel im Oktober teilnehmen möchte und nicht nach Wien kommen möchte, da haben wir 5 Plätze online frei. Und diejenigen können dann die Intensivwoche dort verfolgen. Im Anschluss an die Intensivwoche, das ist wichtig zu erwähnen, die Intensivwoche ist zwar ein Seminar, aber darauf hin beginnt dann erst die richtige Ausbildung, denn wer die Intensivwoche mitmacht und nicht an der Ausbildung teilnimmt, der wird letztlich den Handel trotzdem nicht erlernen. Also natürlich ist es nicht unmöglich, aber der eigentliche Teil ist dann erst in dieser 3 Monaten Betreuungsphase und diese findet täglich mit 3 Webinaren statt, mit unterschiedlichen Ausbildern. Wir können dann miteinander reden, das ist klar, wir können unterschiedlich die Bildschirme hin und her switchen und nicht jetzt hören können. Das ist eigentlich grundsätzlich das Prinzip. Als optimale Vorbereitung empfehlen wir unser Buch natürlich. Das ist eigentlich das Skript, was man vorher mal gelesen haben sollte. Das finden Sie auch auf unserer Seite. Und was man noch dazu sagen kann, zusätzlich zu den
Hört man mich? Hallo? Etwas, es war kurzzeitig ein bisschen stockend, aber eigentlich der Redefluss war gut. Okay, weil ich habe gerade angezeigt bekommen, dass ich ein Audioproblem hatte kurzzeitig. Es war richtig, richtig, richtig. Es gab so ein paar Hacker, irgendwie so zwei, drei Sätze waren nicht ganz vollendet, aber das war jetzt auch erst die letzten 30 Sekunden. Okay, wenn das nochmal kommt, dann bitte sagen, damit ich nichts vergesse, beziehungsweise nichts untergeht. Okay, gut, ansonsten, wie gesagt, man findet eigentlich alles auf unserer Website. Wir veranstalten regelmäßig Infowebinare, wo wir auch mal in unsere Abendsession und unsere Nachmittagssession reingucken lassen. Ansonsten haben wir ein internes Forum, wo nur unsere Schüler drin sind, wo die Aufzeichnungen der täglichen Sessions hochgeladen werden, wo Infomaterial drin zu finden ist und wo sich die Schüler quasi connecten können und gegenseitig anspornen können und voneinander lernen können. Ja, darum geht's. Letztlich ist es so, dass wir im Moment ein Team von Händler sind. Es gibt auch ein zweites Team, die Praktikanten, die im Moment auf dem guten Weg sind, Händler bei uns zu werden. Das heißt, wir fördern auch Talente, vor allem für die Vermögensverwaltung. Das ist ein relativ langer Weg, da muss man mindestens ein Jahrespraktikum bei uns dann vollziehen, um dabei zu sein. Genau. Was sehr wichtig ist zu erwähnen, die meisten Schüler von unseren Schülern sind natürlich berufstätig, das heißt, sie handeln neben ihrem Beruf und können trotzdem die Ausbildung genießen, indem sie einfach die Abendsession mit machen. Da haben sie natürlich auch heute die Möglichkeit, an dieser einen Abendsession heute mal teilzunehmen und da mal reinzuschnuppern. Ja, mehr gibt es eigentlich zur Ausbildung jetzt an der Stelle nicht zu sagen. Natürlich ganz viele kleine Details, die hier noch erwähnt werden könnten. Es gibt von unserer Seite natürlich sehr viele Partnerschaften mit guten Partnern, die wir uns exklusiv aussuchen, wie zum Beispiel JFD Brokers, wo wir dann versuchen, ja, Konditionen rauszuhandeln, Geschenke rauszuhandeln, wie auch immer. Also wir versuchen, den Einstieg ins Trading wirklich so gut wie möglich unseren Schülern zu ebnen. Und ja, dafür stehen wir auch und wir sind sehr transparent. Wir zeigen in allen unseren Produkten, die mit dem Handel direkt zu tun haben, eigentlich auch unsere Performance. Gibt es bis dahin Fragen zur Ausbildung? Hat das irgendwer, ich konnte jetzt nicht in den Chat gucken. Nee, es passt. Eigentlich ist alles angekommen soweit. Super. Musste sich der ein oder andere jetzt schon verabschieden. Ins Wochenende wahrscheinlich, hier nur mit einer 4-Tage-Woche zugegen. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, ich sage nochmal danke für die ausführenden Worte, Stefan, an dieser Stelle. Ich würde, wie gesagt, dann langsam die Aufzeichnung beenden, würde das Webinar, wie auch vom Ali schon angesprochen, dann auch nur verlassen. Ihr seid, wie gesagt, heute eingeladen, da am Abend mal teilzunehmen an so einer, sage ich mal, immer wieder stattfindenden Session, wo Werte besprochen werden. Wie auch gesagt, da geht es dann eben da um die Analyse des Marktes, um eben jeder zeigt, was er tut. Seine Vorgehensweise. Ich habe auch schon mal teilgenommen an so einer Session. Also da gebt es euch ruhig den Kick, um da heute Abend noch mal dran teilzunehmen, ein bisschen tiefer einzutauchen als das, was wir heute tagsüber gesehen haben. Ich sage aber danke ans ganze gesamte ATT-Team, dass ihr euch heute wieder mal die Zeit genommen habt mit uns, für unsere Kunden, für eure Kunden, für alle, die Interesse haben. Und ich sage mal, wenn wir die Videos dann hochgeladen haben, wird es da auch noch reichlich Klicks drauf geben. Ich freue mich auf jeden Fall für die Zusammenarbeit heute und generell. Und ja, ich würde es so langsam beenden. Sag wie gesagt, vielen Dank. Wir haben auch schon viele Komplimente im Chat. Und insofern wünsche ich euch eine gute Zeit. Und wir hören uns eh spätestens nächste Woche nochmal wieder. Da steht nämlich wieder mal ein Call auf der Agenda. Genau. Christian, du kannst gerne schon gehen. Du kannst auch gerne die Aufzeichnung schon beenden. Aber ich würde das vielleicht gerne noch kurz ausführen zu Ende. Okay. Ich weiß, du hast so ein bisschen Zeitdruck. Kein Problem, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Werbung natürlich machen für unsere Produkte, ATT Signals noch vorstellen, das Copy Trading, unsere Handelssignale und ich habe eigentlich auch noch einen Rabattcode für den Signaldienst, der bis nächste Woche gilt. Den würde ich dann auch gerne noch hier für diese Spezialsession mal weitergeben. Hau rein. Gut, dann sage ich danke an alle, würde mich hier verabschieden, wünsche euch heute Abend noch eine gute Session. Nehmt das mit, was hier gesagt wurde und dann auf bald und eine gute Zeit euch. Ja, vielen Dank dir. War sehr schön. Wir freuen uns aufs nächste und ja, dann noch einen schönen Abend und dann bis die Tage. Gut, dann würde ich weitermachen. Ganz kurz, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite ATT Trading und auf der anderen Seite ATT Signals, wo wir eine Firma gegründet haben, die sich ausschließlich mit unseren Handelsideen eigentlich beschäftigt, wo wir auf der einen Seite einen Signaldienst anbieten und auf der anderen Seite das Copy Trading in Verbindung mit JFD Brokers.
Beim Signaldienst ist es so, dass wir ihr unsere Signale eigentlich an Sie weitergeben und Sie diese für sich verwenden können. Dafür gibt es eine extra Software, die wir entwickelt haben und die man auch 2 Wochen kostenlos testen kann. Da kann man sich einfach hier mal registrieren auf Login. Ansonsten haben wir, wie gesagt, noch das Copy Trading mit JFD Brokers. Das ist die Software. Man bekommt SMS und E-Mails auch zusätzlich für jedes Signal. Man kann jedes Signal einsehen in dieser Software und man kann auch, man kriegt regelmäßig Live-Ticker-Einträge, man kann auch dort die Performance transparent nachvollziehen. Man kann, sieht auch hier diese Performance, die wird 1:1 aus der Software hier auf die Website übertragen. Wir haben, wie gesagt, gestern ein neues Performance-Allzeithoch gemacht. Wir sind jetzt aktuell bei 30%. Und ja, als zweites Produkt hätten wir das Copy Trading. Ich würde dann hier vielleicht auch an der Stelle mal ganz kurz zu meiner Präsentation gehen. Wie gesagt, das Webinar hatten wir ja heute. Haftungsausschluss hier nochmal ganz kurz. Und der Rabattcode, sollten Sie sich für den Signaldienst interessieren, können Sie das Ganze gerne 2 Wochen kostenlos testen. Ansonsten haben wir bis zur nächsten Woche am Donnerstag einen Rabattcode für Sie zur Verfügung gestellt auf alle Abos, 20%. Das Ganze lautet Live Trading JFD mit einem großen L und mit einem großen T und mit einem großen JFD. Und sollten Sie sich dafür interessieren, kriegen Sie alles 20% günstiger. Das wäre unser Angebot für Sie. Der Signaldienst ist gerade im Moment auf ganz gutem Wege nach oben. Und ja, testen Sie das Ganze einfach mal 2 Wochen. Ansonsten haben wir noch das Copy Trading mit JFD. Und da geht es darum, dass Sie ein Konto bei JFD eröffnen. Die Mindesteinlage beträgt 5.000 Euro. Dieses wird an unser Handelskonto angeschlossen und Sie kopieren quasi unsere Trades. Das heißt, unsere täglichen kurzfristigen Trades, vor allem im Währungsbereich, werden da von Ihnen kopiert. Und sollten Sie die Einlage von über 10.000 übersteigen, dann wäre das für Sie unentgeltlich. Sollten Sie ein Konto haben, was weniger als 10.000 Euro betragen sollte, dann würde das Ganze 39 Euro pro Monat kosten. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Performance. Da wir, das Ganze läuft ja noch nicht so lange, 1-2 Monate läuft es bis jetzt, da wir leicht im Minus sind, haben wir auch bis jetzt unseren Kunden, die ein kleineres Konto als 10.000 Euro haben, diese 39 Euro natürlich nicht abgezogen, weil es bringt nichts, wenn sie keine Gewinne machen und wir ziehen ihnen noch letztlich am Monatsende diesen Betrag ab. Nur für die Konten, die erstmals angeschlossen wurde, wurde das einmalig abgezogen und seitdem, ja, sind wir, wie gesagt, leicht im Minus. Das Ganze sollte aber auch auf ein komplettes Handelsjahr mindestens betrachtet werden. Und wir gehen auch sehr stark davon aus, dass wir für Sie, für jeden Kunden dieses Jahr, der sich jetzt in dem Bereich noch anmelden wird, einen zweistelligen Prozentgewinn erwirtschaften werden, auch in diesem Handelsjahr. Wir haben, wie gesagt, die Indizes relativ häufig in der letzten Zeit auch versucht, short zu handeln. Obwohl der Markt long sind, die Gründe haben Sie von uns gehört. Wir gehen aber hier mit einem sehr, sehr strikten Risiko- und Money-Management vor. Das heißt, wir gehen wirklich nur mit kleinsten Positionsgrößen rein und versuchen dann, wenn die Korrektur kommt, nach unten hin wirklich groß aufzubauen. Ansonsten handeln wir die Währungen im mittelfristigen Bereich, so wie wir das heute auch gezeigt haben, zum Beispiel der Kanadische Dollar, Japanische Yen. Und andere Werte, die wir dann auch natürlich in Trendrichtung aufbauen können. Darum geht's. Wie gesagt, wir haben ein sehr striktes Risiko-Money-Management und natürlich gehören kleinere Verlustphasen dazu. Aber wir gehen sehr stark davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres einen deutlichen Gewinn für alle unsere Kunden erwirtschaften können. Und ja, deshalb machen wir das ja auch. Und ohne das würde das Ganze auch keinen Sinn machen. Wir schließen neue Kunden 2-mal im Monat an, das heißt einmal zum 1. und einmal zum 15. kann ein neues Handelskonto an unser Handelskonto angeschlossen werden und alle weiteren Informationen finden Sie eigentlich auch dann auf der ATT Signal Seite. Da sind die FAQs für den Signaldienst und auch für das Copy Trading. Ja, gibt es noch Fragen? Gibt es etwas zu ergänzen von meinen Kollegen?
Hört man mich noch? Ja, man hört dich. Nee, ich denke, du hast alles gesagt. Ich wüsste jetzt nichts, was es noch zu ergänzen gibt. JFT, gilt, habe bereits ein Konto bei JFT, gilt dieses Angebot für mich? Also es geht jetzt sicherlich um den Rabattcode. Ja, der gilt für alle Teilnehmer des heutigen Webinars. Ja, also wie gesagt, wer daran Interesse hat, egal ob er jetzt schon JFT-Kunde ist oder nicht oder es auch eventuell gar nicht wird, das ist jetzt ein Rabattcode von unserer Seite für unseren Signaldienst. Und ja, diesbezüglich würde das Angebot auch natürlich für Sie gelten. Ja, das, wie gesagt, das sollte auch aufs ganze Jahr gehen, der Signaldienst. Wir haben ja letztes Jahr schon ein gutes Ergebnis gebracht. Das wird auch dieses Jahr, wenn die Märkte wieder laufen, gutes Ergebnis bringen. Ich habe es auch vorher gezeigt, dass es gerade nicht so einfach ist, wenn die Märkte sehr ruhig sind, sehr, sehr dünnes Volumen ist, aber man muss halt dabei sein. Deswegen ist auch in Copy, wir reden hier von 2-3% Minus gerade bei einigen Konten. Einige, die gerade neu sind, haben die guten Trades gerade erwischt, die ein bisschen besser laufen sind im Gewinn. Aber insgesamt sollte auch dort ein vernünftiger Gewinn kommen. Man sieht es auch, wenn man die YouTube-Videos von uns anschaut, die ich gemacht habe mit dem Pyramidisieren mit einem kleinen Konto. Das ist der Handelsansatz. Wir wollen sehr klein, sehr früh rein. Das kostet ein paar Minustrades, habe ich ganz am Anfang erklärt. Aber dann, wenn wir pyramidisieren, haben wir relativ schnell, so wie in diesen Konten gezeigt, 20-30% rausgeholt. Aber dafür muss man halt ein bisschen Geduld haben und das Ganze laufen lassen. Aber es kann kein großer Schaden entstehen, weil eben die Positionsgrößen teilweise bei 0,25-0,5% des Kapitals liegen. Und wir handeln ja, wie gesagt, unsere eigenen Konten. Also einmal das Firmenkonto und die privaten Konten von den Tradern sind ja auch dort inkludiert. Somit wollen wir nicht unser eigenes Geld auch dort loswerden, sondern wir wollen es ja eigentlich vergrößern. Und bis jetzt haben wir es in anderen Produkten auch geschafft, werden wir es auch in diesem, was gerade zu einer schwierigen Phase ist. Aber auch die wird anders sein. Wie gesagt, da kann man nicht dann mittendrin kommen und sagen, oh, jetzt läuft es gut, jetzt will ich einsteigen. Weil allein die Anmeldung, der Vorgang dauert ja schon mindestens mal 1 bis 2 Wochen, bis alles erledigt ist. Dazu für diejenigen, die schon ein JFT-Konto haben, ist es relativ einfach, das zu machen. Das kann Stefan nochmal erklären. Ich glaube, das geht mit einem einzigen Schreiben, was wir haben, und dann ist es auch erledigt. Genau, wer schon ein privates JFT-Konto hat, muss einfach, da gibt es, glaube ich, auch das Formular auf unserer Website, wenn nicht, uns einfach anschreiben. Das ist eine A4-Seite, die muss ausgefüllt werden, zusätzlich dann noch natürlich eine rechtliche A4-Seite, die zusätzlich ausgefüllt werden muss. Und dann wird ein weiteres Konto eröffnet. Da muss natürlich eingezahlt werden, und aber das ganze Rechtliche mit Name aufnehmen, Personalausweis und so muss dann nicht mehr gemacht werden. Ich habe auch den Link in die Infogruppe von uns auf Facebook gepostet. Wer das natürlich dann machen möchte, das kann man am Abend, wenn wir es nochmal zeigen, dort hineinkommen und immer am Laufenden gehalten werden. Das ist auch kein Problem. Also wir sind da relativ offen und gemütlich unterwegs. Wie gesagt, wir empfehlen zuerst das Buch auch zu lesen und dann erst die Schulung zu machen, weil das ist schon Voraussetzung, damit man dann gut unterwegs ist. Gut, noch Fragen, weil wie gesagt, sonst würden wir einfach der Rabattcode, wie gesagt, das für die Ausbildung der Rabattcode ist, da muss man ein JFT-Konto haben oder eines aufmachen über unsere Homepage, dass man sieht, dass man das auch gemacht hat, und das bei der Anmeldung dazu schreiben. Dann kriegt man eben nicht 20%, bitte, das sind 10% auf den Ausbildungspreis, den dann dazu schreiben. Dann kriegt man auch eine Antwort von unserer Administration, die das macht. Und natürlich wissen auch, für welche Schulung. Ist das die Online, jetzt im Juni stattfindet, oder die Vorortschulung dann in Wien? Generell, wie gesagt, man kann immer uns anschreiben. Auf der Homepage ist ja die E-Mail-Adresse. Dort kann man immer seine Fragen reinstellen, ob es jetzt Seamless ist oder eben Trading. Und wie gesagt, wir würden ja jetzt einfach nur mal Pause machen für 2 Stunden circa. Und um 19 Uhr werden wir einfach mit unseren Schülern online gehen und schauen mal, was die haben, wie die arbeiten. Dann kriegt man ein Gefühl, dass man eben sieht, was es heißt, nicht mehr alleine am Rechner zu sitzen und nicht zu wissen, mit wem man sich austauschen soll oder was man machen soll. Und an die Falschen geraten, sondern wirklich in einer Community gemeinsam zusammenzuarbeiten. Ja. Nochmal einloggen, entweder wie gesagt über den Link, den wir schon geschickt haben, es ist derselbe Link, oder einfach jetzt das Webinar offen lassen und das läuft. Also wir drehen es nicht ab, wir lassen es offen
und werden dann einfach um 19 Uhr unseren Bildschirm und den Ton wieder übertragen. Genau. Dann erstmal vielen Dank für die Teilnahme. Für die, die noch nachher dabei sind, freuen wir uns natürlich. Für die, die nicht mehr dabei sind, freuen wir uns natürlich, wenn wir uns dann im nächsten Webinar wieder hören oder bei der Schulung. Gut, dann einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend oder bis später.